Hallo und herzlich willkommen zum Eintracht-Podcast. Diesmal nicht der René hier, sondern der Marvin. Ich freue mich, denn wir haben eine vollgepackte Ausgabe mit unglaublich vielen tollen Gästen. Ganz vorne mit dabei der Umid Nuripur. Hallo, vielen Dank, dass du da bist. Abend. Und natürlich wie immer der Basti. Hi. Gute. Sehr schön. So, wir haben uns hier versammelt und könnten gleich eigentlich mal loslegen und darüber sprechen, was uns in der letzten Zeit so ein bisschen bewegt hat. Allen voran das Pokalspiel. Basti, du kannst ja mal ein bisschen was dazu sagen, denn du warst vor Ort. Ja, ich war dort. Ich würde sagen, dass was am wichtigsten ist, dass wir nach Hause gekommen sind und eine Runde weiter sind. Ja. Aber ich glaube, es gab ein paar Schönheitsfehler. Okay. Wie die rote Karte für Abraham war, glaube ich, etwas unnötig. Ansonsten war so ein bisschen Sand im Getriebe, aber ich habe ja vor dem Spiel schon gesagt, ich will das gar nicht überbewerten. Ich habe mir dann auf der Heimfahrt die positiven Sachen rausgepickt. Ich finde unser neuer aller Stürmer, mir hat er sehr gut gefallen. Er hat gut Bälle festgemacht. Gacinovic hat das, was er in der Vorbereitung angedeutet hat, bestätigt. Hat sehr, sehr gut gespielt und ja. Also ich würde sagen, es war ein runder Nachmittag. Es war ein schönes, altes Stadion mitten im Wald. Alte Tribünen und die Stimmung war einigermaßen cool. Es waren so 6.000, 7.000 waren, glaube ich, dort. Also ich habe nur Positives zu berichten, sportlich gesehen. Aber wir reden vielleicht ja später nochmal über diesen kleinen Zwischenfall, den ich selber gar nicht mitbekommen habe. Aber ja, was soll man dazu sagen? Also das mit Abraham war, wie gesagt, unnötig. Aber gehen wir doch genau auf die Szene ein. Ja. Also ich denke, am Anfang war schon so ein bisschen Sand im Getriebe der Frankfurter Eintracht. Man hat schon gemerkt, dass jetzt nicht alles wunderbar rund läuft. Das ist ganz klar beim ersten Spiel der Saison, beim ersten Pflichtspiel der Saison. Und was der ganzen Sache so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, noch einen negativen Touch gegeben hat, ist im Endeffekt die rote Karte von Abraham gewesen. Ne? Dass es eine rote Karte gab, war eigentlich unstreitig. Ne? Also das war eine Notbremse. Ja. Da kannst du nichts wirklich viel anderes machen als Schiedsrichter. Die Tatsache ist halt, dass Abraham sich da vielleicht auch nicht hundertprozentig glücklich verhalten hat. Aber gut, wir sind immerhin so gegen Erntebrück nicht in Rückstand geraten, ja. Ich weiß nicht, ob uns das in Bedrängnis gebracht hätte. Aber okay, was mich aber eigentlich gewundert hat, ist die Tatsache, dass danach die Eintracht aber jetzt, wie gesagt, was heißt gewundert, es ist immer noch ein unterklassiger Verein, aber die Eintracht hat relativ ruhig danach weitergespielt. Das ist ja auch mal was Positives. Hat für mich auch die ein oder andere Aktion mehr abgeliefert und in der 35. Minute kam es dann zum 1:0. Auch wieder jemand, der das Tor geschossen hat, bei dem ich jetzt nicht gedacht hätte, dass er sich jetzt an dem Tag in die Torschützenliste einträgt. Chandler, ja, Basti, wie hast du das Tor gesehen? Ich habe dieses Tor gar nicht richtig gesehen, weil da die Situation in dem Block war ein bisschen unübersichtlich und der Bierstand war direkt hinter mir. Das heißt, ich war ab und zu mal kurz weg. Das Wetter war halt auch echt ekelhaft, wenn ich noch was Negatives sagen kann. Es war richtig ekliges Wetter. Aber ja gut, Chandler, ich muss sagen, Chandler hat so ein bisschen diese Hoffnung, die ich hatte, dass vielleicht der Costa an ihn rankommt, komplett, glaube ich, zerschossen. Ich glaube, in der Vorbereitung und jetzt auch in dem Spiel ist er mittlerweile einer, der vorangeht sogar. Er hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und wenn er scheint, gut, wir haben ein Pokalspiel, ich will es gar nicht Erntebrück, ich will es gar nicht überbewerten. Ich will nur sagen, so wie es jetzt aussieht, scheint er tatsächlich seine Form beibehalten zu haben. Auch so, wie er so mental drauf ist, wie er sich nach dem Spiel auch gegeben hat und so, wie auch die anderen Mitspieler über ihn reden. Also es kann gut sein, dass er wirklich ein festerer Stammspieler ist, als ich das gedacht hätte. Aber es ist doch schön, wenn er jetzt irgendwie, hat er gesagt, er hat jetzt Bock, das öfters zu machen. Ist doch schön, wenn er da jetzt Bock drauf hat. Ich bin der Letzte, der irgendwie sauer ist, wenn ein Eintracht-Spieler gut in Form ist. Also ich finde, man muss auch die anderen Mannschaften mal ein bisschen sehen. Also ich glaube, die Eintracht hat sich nicht schwer. Also der Gegner hatte, glaube ich, keine großartigen Chancen. Und du hattest nie, also das muss ich auch mal sagen, ich hatte nie das Gefühl, dass das Ding in der Gefahr ist, auch nach der roten Karte nicht. Die Eintracht hat das jetzt nicht unfassbar toll runtergespielt, aber sie hat souverän runtergespielt. Und da muss man ja als Eintracht-Fan dann auch wahrscheinlich schon zufrieden sein und ja. Ich, wie gesagt, vorm Spiel war es klar und nach dem Spiel ist es genauso. Wir werden aus diesem Spiel keine unfassbar großartigen Rückschlüsse ziehen, außer halt viele, viele Einzelsituationen, weil jeder Bundesliga-Verein, gegen den wir jetzt spielen, wird sich anders darstellen und die Eintracht wird auch anders ins Spiel gehen. Ganz also das klar. Ist ganz so. Klar. Also aber wir in Freiburg sind ja. Aber Omid, konntest du das Spiel überhaupt eigentlich sehen oder bist du momentan so im Wahlkampf? Ich habe mitgelesen und habe mir dann den Zusammenschnitt dann angeguckt. Ja. Ehrlich gesagt war mein erstes Gefühl nach der roten Karte, scheiße, wir sind wie den Aue.
Ja, ohne Wissen. Ne, scheiß Wetter, anders beschissenes Wetter, aber scheiß Wetter gegen Erstligist, in der ersten Runde gegen Unterligisten, der aber schon im Ligabetrieb ist und dann kommt gleich eine rote Karte und dann endet wie ein Aue. Aber ehrlich gesagt, ich habe eine Erkenntnis, zwei Erkenntnisse habe ich zumindest mir eingebildet. Das eine ist, weil es, also die Tatsache, dass es so ruhig weiterging nach der roten Karte, dass die das Heft nie aus der Hand gegeben hat, hat, glaube ich, auch ganz viel mit dem Fernandes zu tun, mit dem Gelson Fernandes. Das ist der Hammer, wie der da Ruhe ausstrahlt. Muss der Basti mal sagen, wie es im Stadion wirkt, aber so in der Glotze, das sieht aus wie der Boss. Der steht da, der Hasebe geht halt dann in die Innenverteidigung und dann sagt er, ja, dann mache ich halt den Job von zwei, kein Problem. Und das Zweite, ich fand den Willems, ich krieg die noch alle hin, ich fand den Willems total geil. Ich meine, wenn der fit ist und das über 90 Minuten spielen kann, was er dann eine Viertelstunde gespielt hat, dann werden wir den einen Basti, glaube ich, nicht ganz so vermissen, wie ich zumindest gedacht habe. Ja, da, gute Überleitung. Ja, lass uns doch mal wirklich auf die beiden Spieler zu sprechen kommen, denn gerade Fernandes, ich habe auch nur einen Zusammenschnitt gesehen. Lustigerweise war ich gerade in Berlin am Samstag und da habe ich so ein Flashback gehabt. Das letzte Mal, als ich in Berlin war, in der ersten Runde, das war wirklich damals gegen Aue, wo wir dann ausgeschieden sind, ja? Wo ich da schon mal in Berlin Urlaub gemacht habe. Ich dachte, scheiße, jetzt läuft es schon wieder, aber es lief ja nicht so. Aber Basti, wie hast du denn Fernandes gesehen im Stadion? Also im Stadion hat es genauso gewirkt, dass er sehr, sehr ruhig ist. Du hast ihm das schon angesehen, dass er ein sehr, sehr erfahrener Spieler ist. Er hatte jetzt keine auffälligen Aktionen, aber das ist ja für einen Spieler auf seiner Position eigentlich ganz gut, dass du, der hat schon eine gewisse Präsenz und der hat auch, was ich ein bisschen unterschätzt hatte, der hat auch echt eine beeindruckende Statur, will ich es mal nennen. Also, dass du das Gefühl hast, da ist echt jemand so, ja, ich will es jetzt auch nicht übertreiben, Patrick Vieira-mäßig, der da im defensiven Mittelfeld aber schon was ausstrahlt. Also ich glaube, dass er eine andere Präsenz hat als zum Beispiel Gacinovic, das ist klar. Und ja, wie gesagt, taktisch gesehen kann ich es nicht beurteilen. A, weil ich schlechte Plätze hatte, B, war scheiß Wetter, C, habe ich getrunken und D, war es ein Pokalspiel gegen unterklassigen Gegner. Aber diese Kleinigkeiten, die man dann doch sehen kann, da würde ich den Eindruck von euch bestätigen, dass Fernandes jemand sein könnte, der uns mit Sicherheit, der wird keine großartigen Steilpässe spielen, der wird, wahrscheinlich auch nicht allzu viele Tore machen. Aber der ist jemand, glaube ich, der sehr neben Hasebe jetzt auch Ruhe ausstrahlen kann. Und das kann ja nicht verkehrt sein. Genau, also durchaus sehr, sehr stabil wirkt. Ne? Also ich meine, Gute ist halt, Fernandes ist halt so ein arrivierter Spieler, der über viele Jahre schon im Profifußball mehr als nur Fuß gefasst hat und auch weiß, in gewissen Situationen, wie man auch, sag ich mal, einen Ball flach hält, ja, um so zu sagen. Und man merkt schon, also ich glaube, es ist eine gute Verpflichtung, gerade für die, auch wie gesagt, natürlich alles unter dem Diktum, ja, wir haben ja jetzt erst gegen einen unterklassigen Verein gespielt, aber trotzdem, man muss auch sagen, die positiven Dinge kann man ruhig mal benennen, wenn man sie sieht. Und ich denke, Fernandes kann jemand sein, der für viele jüngere Spieler oder auch vielleicht unsichere Spieler, die neu im Profifußball bzw. in der Bundesliga sind, kann er irgendwie so ein Fixpunkt sein. Und Willems, jetzt die zweite Personalie, die Omid gerade angesprochen hat, da muss ich halt sagen, also der Junge, es ist also, der kann schon laufen, Ja, der wirkt auch sehr, wenn wir jetzt schon der wirkt nicht so groß wie Fernandes, aber der wirkt auch schon Athletik. Also wenn du mal ein Problem hättest, wenn du mal ein Problem hättest, den könnte man, glaube ich, anrufen. Den könnte man sich auch gegen drei Männer durchsetzen. Ja. Im Zweifel läuft er halt auch so schnell weg wie sonst was, weil er hat schon eine sehr gute Antrittsschnelligkeit. Also Mann, aber was mir jetzt negativ aufgefallen ist, und da muss ich sagen, das habe ich jetzt auch schon von mehreren Leuten gehört, die auch im Stadion waren, auch relativ nah zu Kovac muss die ganze Zeit über Tabata geschimpft haben. Kovac muss sowieso wie eine Furie am Seitenrand gestanden haben und muss die Leute wild zusammengescheucht haben und als einer der Hauptleidtragenden muss Tabata gewesen sein. Ich kann jetzt logischerweise dadurch, dass ich das hauptsächlich im Ticker verfolgt habe, dann der Zusammenfassung nicht beurteilen, wie die Leistung von Tabata war, aber vielleicht könnt ihr das mir erläutern. Hat Kovac ihn wirklich genauso kritisch gesehen oder gab es Anlass dazu, ihn genauso kritisch zu sehen? Ja, er wirkte ein bisschen hektisch. Die haben den ja eigentlich geholt als Backup für den Ojibka. Und wenn der Willems noch nicht so weit ist, körperlich, dann wer gibt's denn? Ich meine, ich weiß es gar nicht mehr genau, vielleicht wisst ihr das. Ich bilde mir ein, dass Da Costa bei Ingolstadt auch mal links gespielt hat, ich weiß es aber nicht.
Aber so viel Auswahl gibt es ja, glaube ich, nicht, wenn der Williams noch nicht fit ist, oder? Nee, das ist es. Ich glaube auch, dass Tabata ja am Ende der letzten Saison, am Ende der letzten Saison haben wir ihn ja auch gefeiert, da war der ja auch an gewissen Spielen kurz davor auch oft in der Startelf zu stehen. Also, der Junge hat wichtige Tore im Pokal geschossen, deswegen sind wir weitergekommen. Ja. So krass überrascht war ich jetzt nicht, wie, keine Ahnung, wenn jetzt Knote gespielt hätte oder so, was weiß ich was. Also Tabata ist für mich schon ein Spieler, der, wenn Notermann ist, auf jeden Fall einsetzbar ist. Dass er es jetzt da nicht gezeigt hat, woran das lag, weiß ich nicht. Er hat sich auf jeden Fall so, er war derjenige, der als einziger auch so ein bisschen sich hat anstecken lassen von dieser Hektik nach der roten Karte. Ansonsten waren alle ruhig. Er hat irgendwie war ein bisschen unruhig. Keine Ahnung. Vielleicht ist irgendwas mit ihm an dem Tag gewesen. Aber ich weiß nicht. Ich will es auch gar nicht überbewerten. Aber kann verstehen, warum Kovac ihn vielleicht ab und zu mal, ja, wahrscheinlich gerade auch wegen defensiven Sachen. Ja. Vielleicht ist er dann doch so ein bisschen ein Bruder Leichtfuß in gewissen Situationen, wo er dann vielleicht abgesprochene Laufwege, die in der Defensive irgendwie einstudiert sind, nicht einhält. Und dann rastest du als Trainer, glaube ich, aus, wenn du siehst, okay, du hast hinten so eine Kette, die immer irgendwie dieselben Abstände halten soll. Und wenn dann einer irgendwie manchmal, keine Ahnung, 1,5 Sekunden im Kopf langsamer ist als die anderen, dann führt das vielleicht dann dazu. Aber ich weiß es nicht genau. Ja, aber das kann gut sein, ja. Ansonsten, gut, natürlich, wir haben jetzt mit Willems halt jemanden auf der Linksverteidigerposition. Tabata wird dann auch wirklich der Ersatz sein. DJ Bayreuther ist der A-Junioren-Spieler, der ist, glaube ich, für meine Begriffe noch nicht so weit. Und wie Omi das eben richtig gesagt hat, der Costa hatte schon mal gespielt, aber nicht wirklich erfolgreich. Das war sein schlechtestes Spiel, was er für Leverkusen gemacht hat, übrigens gegen Ingolstadt. Also der kann das vielleicht, wenn er antrainiert wird, beziehungsweise wenn er mehr Spielpraxis bekommt. Aber hoffen wir, dass Willems halt fit bleibt, um diese Position dauerhaft zu besetzen, sage ich mal. Ne? Jo. Müssen wir mal schauen. Aber gut, wie gesagt, so kleine Negativpunkte sind klar, ist jetzt auch immer das erste Spiel gewesen. Aber Dennis, du hast eben schon angesprochen, du fandst jetzt Allé gar nicht so gut, wie ich ihn jetzt zum Beispiel gesehen habe. Logischerweise, dadurch, dass er zwei Vorlagen, ein Tor gegeben hat, ist er für mich einer der Spiele, wo ich sagen kann, ja, das hat doch gut funktioniert und ich bin froh, dass wir jetzt nicht den Keine-Tore-Counter jetzt irgendwie rausholen müssen. Ich habe echt schon gedacht, nach den letzten Presseberichten, auch gerade von der Rundschau, die da schon irgendwie, keine Ahnung, wieder das Damoklesschwert über ihm aufgepackt haben und so weiter und so fort. Ich schon gedacht, meine Güte, jetzt geht's schon wieder rund, jetzt müssen wir langsam die Minuten zählen, wie lange Halle keine Tore geschossen hat. Ich bin froh, dass er das jetzt gleich im Pokal gezeigt hat. Arme Mann hat noch nicht ein Bundesligaspiel gemacht. Ja. Fängt der Dennis schon an. Dennis Durstewitz fängt jetzt genau so an. Also... Noch jemand, den ich positiv hervorheben will, nicht nur aufgrund dieses einen Spiels, sondern aufgrund der ganzen Vorbereitung, die er gemacht hat und auch hier wieder gezeigt hat, dass er zur Stelle ist, ist der Mann, das ist der zweite Torschütze des Abends gewesen, des Tages, Gacinovic. Also Gacinovic ist für mich einer der Leute, die schon richtig früh in Form gekommen sind. War ja auch wirklich einer derjenigen, der immer bei Testspielen getroffen hat und auch jetzt gegen Ertebrück eigentlich wieder da war. Nicht nur das Tor gemacht hat, sondern auch sehr wuselig war. Das waren so die Eindrücke, die ich von verschiedenen Leuten mitbekommen habe. Ich denke, das kannst du auch bestätigen, Basti, wahrscheinlich, ne? Ja, Gacinovic auf jeden Fall. Der bestätigt das, was wir uns Ende letzter Saison schon von ihm erhofft haben, als viele ihn aus der Mannschaft haben wollten. Ich glaube, er hat dieses Tal durchlaufen und er ist jetzt diese Saison 3 Euro ins Phrasenschwein bereit für den nächsten Schritt. Und er macht Ding, macht ding, ding. Er macht auf jeden Fall den Eindruck, als wenn er das bringen könnte, was wissen wir natürlich nicht, wie es weitergeht, aber alles das, was wir jetzt beurteilen können, würde ich auch sagen. Gacinovic hat mir gut gefallen, gut drauf gewesen. Sehr, sehr umtriebig, würde ich es mal nennen. Ich fand die beiden auch geil. Um jetzt auch nochmal was zu Allaire zu sagen, ganz kurz. Ich fand ihn super. Klar ist es, dass er noch nicht die komplette Bindung zum Spiel hat und diese komplette Kaltschnäuzigkeit. Ja. Das will ich ihm noch zugestehen. Wenn der hat noch nicht ein Bundesligaspiel gemacht. Ich werde ihm wahrscheinlich auch noch mal ein paar Bundesligaspiele zugestehen, wo er das auch noch nicht macht. Was mich bei ihm halt arg beruhigt, dass man sehen konnte, dass er kicken kann. Also der kriegt einen langen Ball und der hat den einfach runtergeholt. Und das ist für einen Stürmer von seiner Größe ist das gar nicht selbstverständlich, dass du einen Stürmer hast, der so groß ist und sich auch seinen Körper einsetzen kann, der trotzdem so einen Ball annehmen kann. Das hat mich in einzelnen Szenen begeistert. Ja, und wenn er, meine Güte, es gibt Leute, die sagen 2 Scorerpunkte, ich glaube, es waren sogar 3. Ja, was willst du mehr? Also, ich hatte ein Tor geschossen. Ich hoffe, dass er noch, dass er natürlich die Zeit kriegt und dass die Leute nicht anfangen, ihn zu früh zu beurteilen.
Weil, wie gesagt, er hat noch kein einziges Bundesligaspiel für die Eintracht gemacht. Er hat noch allgemein kein einziges Bundesligaspiel gemacht. Das kann auch noch dauern, 10 Spiele, bis er da ist. Ich glaube, ja, gut, aber der Junge kommt halt auch aus der niederländischen Liga. Das ist ja nicht böse gemeint, ne? Deswegen habe ich es nicht verstanden, was die Rundschau schon an. Die Rundschau hat ja schon nach 10 Tagen, seit er hier war, angefangen zu schreiben: Ja, der ist sehr isoliert und der ist. Braucht noch, der ist noch ein langer Weg, blablabla. Was ist denn, wenn der in Freiburg 2-mal trifft? Was wollen die denn dann schreiben? Ja. Also ich verstehe nicht, du kannst doch gerne Entwicklungen beschreiben und Medien müssen die vielleicht auch manchmal schneller beschreiben, weil sie sonst nichts zu tun hätten. Aber bitte doch nicht vor dem allerersten Bundesligaspiel, Leute. Also. Ja, aber du sprichst halt leider auch genau das Phänomen an, was halt de facto wahr ist. Ja, denn ich meine, gerade so die Leute hier bei der FR, wenn es um Sport geht, dann musst du halt immer was schreiben, ja, weil die Eintracht ist halt ein großes Kaufargument für viele Leute, ja, die dann halt sagen, sie fühlen sich bei der FR irgendwie auch willkommen, beziehungsweise eigentlich gut aufgehoben in Sachen Eintracht, das ist ganz klar. Und da wird halt immer mal ein bisschen mehr geschrieben. Du kannst halt nicht sagen, okay, mach ich mal kein Thema. Und wenn sie diese Beobachtung haben, dann haben sie wahrscheinlich vielleicht noch ein bisschen aufgedreht und dann kommt es halt zu solchen Schlagzeilen. Ich finde es halt auch ein bisschen unnötig, weil man sollte nicht den Stab über einem Spieler brechen, bevor er überhaupt nicht mal 10, 15 Bundesligaspiele gemacht hat. Ich finde immer noch, und ich denke, das ist ein Credo, das kann man wirklich gelten lassen. Ich glaube, was hat Puchhagen immer gesagt? 1 bis 1,5 Jahre sollte man Spielern eigentlich Zeit lassen, bevor man sie adäquat bewerten kann. Das ist natürlich über einen langen Zeitraum, aber wir haben schon oft gesehen, dass Spieler, gerade wenn sie auch nochmal aus einem anderen Kreis kommen, sich hier erst akklimatisieren müssen. Erinnern wir uns an Fabian, das beste Beispiel. Fabian, stell mal vor, wir hätten ihn so schnell noch weggeschickt. Am Anfang hat auch jeder gesagt, oh je, das ist hier der nächste Kai oder hier eine Badehose auftaucht. Genau. Ja, und jetzt ja, das stimmt wieder. Schon, aber Leute, Bruchhagen als Referenz, ist er nicht gerade aus dem Pokal geflogen? Ich weiß nicht. Also, aber ich meine, das Problem von dem Aller ist, der ist halt, egal was er jetzt macht, erstmal mindestens für ein halbes Jahr, eigentlich länger, der teuerste aller Zeiten. Der ist unser Neymar. Ja. Deshalb muss er jetzt einfach, steht er halt einfach anders im Blick. Und es ist völlig richtig, dass man ihm Zeit geben muss, aber er wird sich ein dickes Fett anlegen müssen, weil es wird viele Leute geben, die nach jedem Fehlschuss sagen werden, der Typ hat einen Fehler einkauft, weil er halt nochmal teurer war als Caio. Ich hätte nicht gedacht, dass jemals jemand teurer wird als Caio. Aber wenn ich noch was zu Gacinovic sagen darf, ja. Das mit dieser Floskel mit dem nächsten Schritt ist ja einfach nur richtig. Ich meine, der ist U20 war das? Ich glaube, U20 Weltmeister geworden da mit Serbien. Ja. Dann ist er zu uns gekommen, war ein Jahr nicht sichtbar, war eigentlich noch ein Jugendspieler. Dann kam Nürnberg für die Ewigkeit und dann hatte er eine Auf- und Ab-Saison mit ein paar genialen Momenten und ganz vielen Durchhängern. Und jetzt ist es soweit. Ich meine, der ist jetzt 22, es ist jetzt seine dritte Saison Also ich würde jetzt sogar darauf wetten, jetzt kommt der Durchbruch, aber ehrlich gesagt, wenn ich sein Berater wäre, ich würde ihm sagen, wenn du den Durchbruch jetzt nicht schaffst, dann musst du wieder zurück in die zypriotische Liga oder so. Ja? Also ich glaube, das ist sein Augenblick, der muss jetzt kommen und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er es hinkriegt. Wenn ich mir angucke, was er für eine Körperhaltung hat, das ist nicht der Junge, der da mit 20 Jahren angetanzt ist aus Neuseeland. Das ist ja genau der Punkt. Also du merkst ja schon die komplette Wandlung von ihm, denn das war in Zeiten, der kam unter Fee und hat sehr, sehr große Probleme gehabt, sich hier überhaupt anzupassen. Und du hast schon gemerkt, dass es einen deutlichen Wandel gab, dadurch, dass Kovac ihn unter die Fittiche genommen hat. Er ist jetzt mittlerweile auch Nationalspieler geworden, jetzt im vergangenen Sommer oder in diesem Sommer. Das ist ja auch nochmal eine Ehre für den Spieler, aber auch ein deutliches Zeichen für eine Weiterentwicklung. Und jetzt, wie du gesagt hast, jetzt muss er den nächsten Schritt gehen, aber ich kann mir vorstellen, dass bei dem Einsatz, wenn er einigermaßen fit bleibt, das ist natürlich immer die große Hoffnung, die wir haben müssen, wenn er fit bleibt, dann wird er hier einer der Kernbausteine für die neue Saison. Ja, sehe ich auch so. Wir werden uns hundertprozentig ärgern, wenn es darum geht, ihn zu verkaufen, was absolut sinnvoll ist irgendwann, denn das ist halt unser Modell, so müssen wir halt arbeiten, um immer Schritte weiterzukommen. Kann ich akzeptieren. Aber da werden wir uns ärgern, denn die Gemengelage dahingehend, also teilweise auch Abtretung von Persönlichkeitsrechten, wenn ich das richtig gelesen habe, oder von Transferrechten, also eine sehr, sehr schwierige Sache, da werden wir uns noch ein bisschen ärgern, der war ja nicht umsonst in dieser dubiosen zypriotischen Liga. Ne? Aber ja. Nun fragt Dennis, wie wir Branimir Rogota im DFB-Pokalspiel denn gesehen haben. Also ich fand es richtig, dass er ausgewechselt wurde, nicht wegen der Leistung, sondern taktisch, wenn du einmal weniger hast, dann musst du auch den zweiten Stürmer irgendwann mal runternehmen und mal mehr ins Mittelfeld. Und da war er auch der Bessere zum Auswechseln von den beiden. Aber da hat doch irgendwie im Kicker oder was, da hat doch neulich das Interview gehabt,
wo er sagt, na und viele Leute haben viel verschossen und so. Das ging mir ehrlich gesagt ein bisschen gegen den Strich. Ich glaube nicht, dass das die richtige Einstellung ist, die ganze Zeit irgendwelche Ausflüchte zu suchen. Ich meine, der hat einen sehr, sehr geilen Elfmeter gegen Gladbach geschossen. Oh ja. So, und dann geht mir ehrlich gesagt mein Gedächtnis aus, so für den Rest der glorreichen Momente. Das war also für ihn eigentlich der Moment, wo wir, ich weiß noch, als ich mit Basti in Gladbach war und wir gedacht haben, okay, vielleicht ist es jetzt halt so der Durchbruch von ihm. Ne? Vielleicht ist das jetzt das Ding, was er gebraucht hat, um jetzt irgendwie weiterzukommen hier. Aber die ganzen Spiele danach, ja, da haben wir uns nur unglaublich angeguckt. Dennis weiß auch, wie oft wir gedacht haben, okay, jetzt wird es was, aber es ist immer noch nichts geworden. Und ja, diese Ausflüchte, da muss ich ehrlich sagen, das ist für einen Stürmer halt auch eine blöde Situation. Natürlich hat er alles Talent und Basti und Dennis, ihr seid ja auch, gut, Dennis, du nicht ganz so, aber Basti versucht immer die Fahne hochzuhalten, aber irgendwann ist mit Rogota halt auch, ja, ist die Sache halt auch gegessen. Ja, ich würde trotzdem die Fahne für ihn auch weiter. Ich werde ihn, glaube ich, dann nach dieser Saison abschließend dann auch bewerten. Weil, wie ich es gesagt habe, er hat verballert schon viele Chancen und hat viele unglückliche, er trifft viele unglückliche Entscheidungen. Was ich trotzdem bei ihm sagen muss, solange ein Stürmer noch Chancen hat, ist es noch nicht alles verloren. Also ich glaube, ein Stürmer ist echt richtig am Arsch, erst wenn er gar keine Chance mehr hat. Weil im Endeffekt ist es dann trotzdem auch so ein bisschen Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn du immer viele Chancen hast, dann plumpst das Ding auch irgendwann rein. Und aber wie der Marvin es gesagt hat, ich hatte eigentlich diesen Effekt mir schon erhofft nach diesem Elfmeter. Als er dann auch völlig losgelöst zu den Fans gerannt ist, habe ich gedacht, vielleicht ist das irgendwas, was ihn befreit, weil er ja dann schon irgendwie eine Leistung erbracht hat, auch wenn es nur ein Elfmeter war. Aber trotzdem musst du den auch dann nach diesem Verschossenen und diesem ganzen Chaos dort und Halbfinale und kannst nach Berlin, den musst du auch erstmal reinhauen. Und ich hatte es mir eigentlich auch erhofft, er hat es noch nicht gebracht. Das Problem ist nur, das, was der Dennis angesprochen hat, du siehst in gewissen Passagen einfach, was er könnte, wenn er irgendwie so ein bisschen fokussierter wäre. Und das ist das wahrscheinlich, warum ich auch seine Fahne hochhalte, weil ich darauf immer noch hoffe. Es gibt Spieler, wo ich sage, ey, der kann kaum gerade auslaufen. Hier Kwiuke, der konnte kaum eine Liegestütze machen, der wusste gar nicht, wo er da spielt. Es gibt so viele Graupen, die wir schon gehabt haben. Und zu den Graupen zähle ich ihn nicht. Wenn er irgendwann weggeht und hat dir nichts geleistet, dann ist das so ein, ja, hätte Fahrradkette-Spieler. Das Ding ist, bei ihm siehst du auf jeden Fall, dass er es drauf hätte. Ich glaube aber zum Beispiel, du hast eben was angesprochen mit Alea, dass du es gerne gesehen hättest, wenn er Neymar spielt. Ich glaube aber zum Beispiel, dass für Gotha eigentlich der perfekte Stürmertyp ist, neben so einem großen Bulligen, der Bälle festmachen kann, weil er dann oft zwischen die Linien gehen kann und dann dass quasi Alea die Bälle festmacht und auch Glück verteilt und er nicht mehr derjenige ist, der wie in der letzten Saison, weil man darf bei Gotha auch nicht vergessen, dass er oft im System gespielt hat, wo er der Mittelstürmer war. Und dann spielt, der ist nicht der Allerbulligste, dann spielst du gegen zwei Innenverteidiger. Und dafür ist er zu schmächtig. Also es kann sein, wenn die Eintracht jetzt mit zwei Stürmern spielt und du hast diesen kräftigen Stürmer neben dir als Gotha, das würde ich trotzdem gerne noch ein bisschen sehen, um dann mich auch euch anzuschließen zu sagen, okay, der kriegt das nicht mehr auf den Platz. Weil ich glaube trotzdem, dass in ihm mehr steckt, als er hier schon gezeigt hat, weil er das an ein paar Stellen zeigt. Und wenn er dann so ein Interview gibt von wegen, ja, andere verschießen auch Dinger, dann ist das wahrscheinlich auch ein Stück Selbstverteidigung, weil, ja, das hat wahrscheinlich dann jeder. Aber Kovac hat ja aber eigentlich gesagt, dass er ihm ein paar Dinge gesagt hat, die er kritisiert hat. Ja gut, er hätte das angeblich gut aufgenommen und will es jetzt irgendwie verbessern. Scheint neben dem Platz sehr beliebt zu sein in der Mannschaft, übernimmt auch integrative Aufgaben. Ja, ich weiß, dass ich nicht mehr viele Argumente in meiner Tasche habe, aber ich werde auf gar keinen Fall die Hose schon komplett ausziehen. Also von daher warten wir es noch mal ein bisschen ab. Ja, okay. Machen wir so. Und im Grunde bin ich jetzt ja noch relativ milder gestimmt, denn für mich ist es schon schön, dass wir wenigstens die Option haben mit Rogota und dass wir dann noch ihn vielleicht auch mal rausnehmen können und haben jemanden wie Jovic, der mir in der Vorbereitung recht gut gefallen hat. Also wir haben zumindest in der Offensive den ein oder anderen Spieler momentan zur Verfügung, wenn die fit bleiben. Da wird sich schon irgendeiner durchsetzen, da gehe ich ganz fest von aus. Würde sagen, wir machen eigentlich mal einen Haken unter das Spiel, denn das Wichtige ist, wir sind weiter, wir kommen in die nächste Runde. Am Sonntag wird ausgelost und dann schauen wir mal, wer da unser nächster Gegner ist. Wichtig ist, dass wir uns im Gegenzug zum HSV nicht blamiert haben, ja? Und zwar einigen anderen, bei denen es wesentlich knapper war. Das muss man doch auch mal so sagen. Ich meine, in den letzten Jahren waren Pokalspiele ganz selten, gerade in den ersten Runden, ein Leckerbissen. So war es halt auch diesmal wieder nicht, aber weitergekommen, das zählt. Ich würde jetzt mal sagen, Dennis, du hast ja eben schon angesprochen, wir haben ja jetzt jemanden Neues, wahrscheinlich bald, das wird bald offiziell verkündet, und zwar der Simon
Fallett, ein Innenverteidiger, das heißt, es geht eigentlich darum, in der Innenverteidigung noch für noch mehr für personelle Stärke zu sorgen, nachdem wir unser Mexikaner Salcedo noch nicht so hundertprozentig wieder fit ist, noch nicht in den ersten Spielen spielen kann. Kann man dazu was sagen? Ist ein relativ unbeschriebenes Blatt oder könnt ihr da mehr zu sagen? Ja, ich habe ihn jetzt auch nicht spielen sehen, aber man liest sich ja dann so ein bisschen überall ein und kriegt ein paar Sachen geschickt und bla bla. Also was ich jetzt so rausgelesen habe, das sind natürlich jetzt keine haltbaren Informationen, aber er soll auf jeden Fall von der beste Innenverteidiger seines Vereins gewesen sein. Und die Leute, die Fan sind, die sind traurig, dass er weg ist. Sie haben gesagt, ja, das ist ein solider, bulliger Innenverteidiger. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, der hat, glaube ich, schon über 160 Spiele dort gemacht, wenn ich es jetzt richtig auswendig gelernt habe. Also, ja. du hast auf jeden Fall dieses Kriterium erfüllt, dass du einen hast, der sofort spielen könnte. Also, das ist keiner, wo du jetzt, wie Ordonez damals kam, wo du denkst, okay, der ist jetzt komplett, kommt aus einer anderen Welt, sondern französische Liga ist jetzt vielleicht, ja, ein bisschen schlechter als die Bundesliga, wer weiß das schon. Aber jemand, der ist im besten Fußballalter, wieder eine Phrase, der hat schon 160 Spiele auf dem Buckel. Wenn Fans des Vereins nicht froh sind, dass er weg ist, sondern traurig sind, dann ist das auch immer ein gutes Zeichen. Das ist wahrscheinlich, ich kann es gar nicht einschätzen, das Gefühl, was ich jetzt gerade habe, ist, dass es ein solider Innenverteidiger ist, der einigermaßen verlässlich ist. Und was man auch nicht vergessen hat, er hat keine große Verletzungshistorie. Also das ist, glaube ich, für die Eintracht auch sehr untypisch. Also, und wenn er dann einfach dieser bullige, zuverlässige Innenverteidiger ist, der sich wenig verletzt, dann ist er ihm immer noch lieber als Russ. Also blind, das ist ja, klar kann ich es nicht beurteilen, aber Stand jetzt freue ich mich über die Verpflichtung. Ich finde es auch eine interessante Verpflichtung, denn er ist so ein typischer, ist eine typische Neuverpflichtung aus dem Nichts. Also ich glaube, kaum einer kann behaupten, jetzt von den normalen Fußball-Konnoisseuren, dass sie jetzt großartig was von Simon Fallett gehört haben. Ich glaube, so ehrlich muss man schon sein. Aber es ist eine Verpflichtung eines soliden Spielers, der in der ersten Liga Stammspieler war beim FC Metz, in der zweiten Liga zuvor auch schon für sehr, sehr viel Kontinuität gesorgt hat, hat alle Spiele durchgemacht bei seinem Verein. Er war ursprünglich, kommt er ja aus der Bretagne, hat erst bei Lorient in der Jugendarbeit, in der Jugend gespielt, ist dann zu Stade Brest gewechselt und so weiter und so fort, da mehrere Jahre in der zweiten Liga jedes Spiel gemacht, was er machen konnte. Und es spricht ja auch dafür, dass es einer ist, auf den du dich verlassen kannst. Also das ziehe ich jetzt einfach mal daraus. Und ich denke, jemanden zu verpflichten, der sowohl sehr viele Zweitliga als auch ordentlich viele Erstligaspiele, alle, die möglich waren, gemacht hat. Das spricht für mich, dass es eine sinnvolle Verpflichtung sein kann und für einen Betrag, der sich roundabout wahrscheinlich zwischen 3 bis 4 Millionen abspielt, mittlerweile in dieser Gemengelage, in dieser Höhe der Ablösesumme auch eine akzeptable Verpflichtung. Und was ganz wichtig ist, im Gegensatz zu Belaid, den wir damals ja auch von einer französischen Mannschaft geholt haben, damals von Strasbourg, hat der Junge halt einfach die Erfahrung. Weil damals war Habib Belaid ein kleiner Shootingstar, weil er ein paar gute Spiele gemacht hat und ist gnadenlos überall gescheitert. Und hier haben wir diese Kontinuität. Ich denke auch. Also, ich habe da auch nichts dran auszusetzen. Und es kann nur gut für uns sein. Und ich glaube, Salcedo ist ja sogar, wenn man es extrem sagen will, sogar fast schon ein Kandidat für Freiburg, wie ich das jetzt gehört habe. Also hätten wir theoretisch 3 Innenverteidiger, wo ich jetzt nicht unbedingt Bauchschmerzen hätte. Also bin zufrieden. Die Sache ist ja die, der Kovac wird nichts Verrücktes machen, aber wenn er theoretisch ein Kandidat für Freiburg ist, dann kann es auch nicht mehr so lange dauern. Also es wird jetzt nicht so sein, dass man sagt, okay, spielt jetzt gegen Freiburg oder spielt er erst in 8 Wochen. Sondern ich rechne schon damit, dass er in den nächsten 3 Wochen ein ernsthafter Kandidat ist. Und wir haben ja, glaube ich, auch wieder eine von diesen unsäglichen Länderspielpausen. Ja, spätestens danach. Genau. Eben spätestens danach sollte er da sein. Und dann denke ich doch, dass wir da 3 solide haben. Da verletzt sich wahrscheinlich einer von und dann haben wir wenigstens 2. Omid, was meinst du denn? Sollten wir noch jemanden verpflichten oder sind wir jetzt durch? Also vielleicht werden wir einen Torwart kaufen müssen. Oder ist das jetzt durch? Also ich glaube, gerade wenn du den Knoten hochholst, und dann sollst du eben vielleicht nicht zu viele Leute vor die Nase setzen. Ich meine, die ja auch irgendeine Chance haben, irgendwie mal 10 Minuten zu spielen die Saison. Ich finde das Mittelfeld, ehrlich gesagt, in der Breite ziemlich, ziemlich gut. So gut erinnere ich mich nicht, wann es das letzte Mal war. Die einzige Frage, die mich interessiert, ist tatsächlich die von sagen wir mal, kleineren Stürmer vorne. Aber wenn ich es richtig sehe, der Jovic kann das.
wenn der Schwede das nicht hinkriegt, dann wäre der Jovic vielleicht einer, der das hinkriegt. Und aber auch da gilt es, würde ich niemanden holen. Da gibt es ja diesen Massilla, wie heißt es, Massia, diesen Massia-Buben, der Nelson Mandela, den sie ja nicht zum Trainingslager mitgenommen haben. Wenn der seine Minuten kriegt, ich glaube, das ist der Hammer. Ich habe mal an irgendeiner Theke neben unserem großartigen Präsidenten, den man ja immer nur an Theken findet, glaube ich, ein Jahr her oder so. Und der hat irgendwie den ganzen Abend nur von diesem einen Buben geredet. Und ich glaube zu Recht. Ja. Und deshalb, ich würde jetzt mal sagen, das ist super. Die haben eigentlich einen ziemlich guten Job gemacht. Zumindest sieht es den Namen nach aus. Wir haben jetzt auch gar nicht über den Guzman geredet. Und über Kamada auch nicht. Das ist ja auch spannend, ob der jetzt nicht vielleicht nächste Saison, bis zur nächsten Saison braucht, weiß ich nicht. Aber das wäre auch einer, der auch schon der Nationalität wegen für eine zweistellige Millionenzahl durchgehen kann, wenn er es hinkriegt, wenn er es bei uns schafft, ein paar spektakuläre Tore zu schießen. Also ich bin ehrlich gesagt, letztes Jahr hatte ich mir weit mehr Sorge als jetzt. Ich bin auch aus dieser grundskeptischen Haltung irgendwie ein bisschen rausgekommen und bin jetzt wesentlich zufriedener. Ich weiß auch nicht genau warum. Bin einfach wahrscheinlich froh, weil wir jetzt endlich einen Innenverteidiger noch geholt haben. Ja, also das war für mich schon, oder was heißt, wir haben noch nicht geholt, er ist noch nicht fest verpflichtet, aber wir gehen jetzt mal davon aus, wenn die Eintracht das schon sagt, dass er jetzt zum Medizincheck da ist, oder dann gehe ich einfach davon aus, dass die Sache schon relativ weit fortgeschritten ist. Und zusätzlich haben wir die meisten Positionen einigermaßen gut besetzt, du hast auch eben schon richtig gesagt, und selbst De Guzman ist für mich jemand, das kann man machen, warum nicht, ja, und der wird auch seine Einsatzzeiten bekommen und ich glaube, der fügt sich auf jeden Fall gut ein. Ich hoffe, dass Kamada das Dark Horse der Eintracht in dieser Saison sein kann, weil das ist auch irgendjemand, der noch nicht so unglaublich beschrieben ist, also den noch nicht jeder auf dem Zettel hatte, aber den haben wir relativ günstig bekommen und die Dynamik, die er hat, die gefällt mir schon ziemlich gut. Vielleicht kann das eine große Überraschung werden. Ich meine, du siehst es ja immer gut am Sechser. Mhm. Im Pokalfinale, wer hat auf dem Sechser gespielt? Medojevic und Gacinovic, richtig? Ja. So, genau. Jetzt hast du den De Guzman, jetzt hast du den Gelson Fernandez, du hast den Hasebe, du hast den Sandera und wenn er wiederkommt, hast du Mascarell. Hey, das ist eine ganz andere Liga, in der wir jetzt, Champions League. Nee, aber das ist wirklich eine ganz andere Breite, die ehrlich gesagt mich zumindest beruhigt, wenn ich jetzt die Seuche ausbringe. Das ist halt genau der Punkt. Die ist ja schon fast wieder ausgebrochen. Also es gibt doch Gerüchte, dass auch noch ein Fabian-Ersatz kommen soll, habe ich gelesen. Also was ich halt höre, ist halt, dass Luis Schaub, der schon letztes Jahr gerüchtet wurde, also ich meine, das ist ja die Personalie. Das ist ja auch ein Zehner, oder? Genau, das ist ein Zehner, aber die Personalie hält sich halt auch schon seit Ewigkeiten. Also nicht erst seit diesem Jahr, der Sohn von Fred Schaub, ehemaliger Eintracht-Spieler auch, der ist ja sogar in Fulda geboren, der Luis Schaub, also der kennt sich schon hier einigermaßen aus, spielt jetzt bei Rapid Wien schon viele Jahre, eigentlich auch mit einem relativ großen Erfolg, gibt immer mal wieder ein Auf und Ab. Ich denke aber, dass das jemand sein könnte, mittlerweile auch österreichischer Nationalspieler, also hat jetzt beide Pässe, aber dass das jemand sein könnte, der zumindest für den Ersatz von Fabian irgendwie nochmal relevant werden würde. Die Frage ist halt, wie viel würde er kosten? Passt das noch in unser finanzielles Gesamtpaket? Aber wenn wir da nochmal zuschlagen würden, würde ich das auch nicht verkehrt finden. Ich glaube zum Beispiel, was die Eintracht plant, was der Dennis will, ich glaube, die planen mit Kamada so ein bisschen auf den Außen, ehrlich gesagt. Mhm. Habe ich jetzt auch, glaube ich, in dem Kicker öfters so in dieser taktischen Aufstellung gesehen, habe ich jetzt auch schon öfters gehört. Ich glaube, dass das, glaube ich, in dem System gerade, ich glaube, die linke Seite wird leider von, wird von Willems und Chandler bearbeitet, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass dann im Zweifel eher noch einer aus, dass Fernandes auch noch zurückrückt und du dann quasi hinten, dass die quasi das absichern hinten und dass du sehr, sehr offensive Außenverteidiger haben wirst. Dann wird dadurch durch den Sechser vielleicht noch das Zentrum dann dicht gemacht, damit du nicht irgendwie in Gefahr läufst, irgendwie ausgekontert zu werden. Ja. Ich glaube, du wirst diese Saison diesen typischen Außenstürmer in Frankfurt nicht sehen. Ich glaube, das ist das, was ich aus dieser Kaderzusammenstellung mir erlaube, rauszuinterpretieren, dass das darauf hinauslaufen wird, dass du so ein bisschen mehr in die Zentrale gehst. Wie das dann aufgebaut ist mit 2-6er, 1-6er, 2-8er, bla bla, werden wir sehen. Aber was dafür sprechen könnte, ist, dass auf den 8, also meine 8er wären ja De Guzman und Gacinovic, das sind ja trotzdem zwei, die auch auf den Außen spielen können. Das heißt, ich glaube, die Eintracht wird sich da offen halten, variabel zu spielen.
dass ein Gacinovic quasi auch mal aus der Zentrale sich so ein bisschen außenrum hüpfen wird und links De Guzman dann auch, und wenn es dann Kamada ist oder sonst irgendjemand. Ich glaube, dass das das Mittel der Wahl sein wird. Und dafür haben wir eigentlich dann aber auch die richtigen Spieler geholt. Weil, was man auch sagen muss, bei den Verpflichtungen von den ganzen, du hast viele Spieler drin, die viel Position spielen können. Das finde ich eigentlich ganz gut. Du hast De Guzman, habe ich jetzt nämlich gelesen, Kovac sieht ihn quasi schon fast wieder als Sechser, was dafür sprechen würde, dass wir vielleicht, wenn wir mit zwei Sechsern spielen, dann eben mit Fernandes und De Guzman spielen. Dann hast du einen Defensiven und einen, der ein bisschen offensiver ausgebildet ist, was ich prinzipiell sehr, sehr gut finde. Weil wir hatten es, der Omid hat es gesagt, was hier Medojevic, und wir hatten hier aber auch schon Lanik, Injovski und Flum hatten wir hier. Das sind alles Doppelsechsen. Das ist für den Maschinenraum, wo dann wichtige Pässe ausgespielt werden sollen, nicht sehr, sehr gut. Und wenn sich das jetzt ein bisschen ändert, und die Bauchschmerzen, da habe ich jetzt gerade auch nicht. Klar können sich jetzt wieder alle verletzen. Aber ich sehe die Eintracht eigentlich momentan ganz gut aufgestellt, auch wenn ich dem Dennis verstehen kann, so einen kleinen, wuseligen, schnellen Offensivspieler, der auch außen spielen kann, so wie Rebic das war, den vermisse ich auch ein bisschen, ehrlich gesagt. So ein ganz klein wenig, weil... Du musst es der Barkok machen. Ja. Ja, das ist dann derjenige. Das muss dann wahrscheinlich Barkok machen. Aber ich sag's euch, bis zum 31. August gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass Rebic doch noch hier auftaucht. Aber ich glaube, dass die Eintracht jetzt, sagen wir, die Eintracht holt jetzt keinen mehr. Da würde ich nicht so meckern wie letztes Jahr, als wir sehenden Auges diesen Sechser einfach nicht geholt haben, der uns dann tatsächlich dann aber auch dann mit Verspätung in der Rückrunde diese Entscheidung krass um die Ohren geflogen ist. Also das ist uns krass um die Ohren geflogen, sonst hätten wir nämlich eben nicht mit dieser Doppelsechs im Pokalfinale spielen müssen. Das hat die Eintracht so ein bisschen ausgeglichen. Du hast jetzt viele Spieler, die das bekleiden können. Und ich hoffe einfach, dass, weil wir können ja auch, vielleicht reden wir ein paar Wochen über einen ganz anderen Spieler, der eben diese Position, die der Dennis gefordert hat, ausfüllt. Das kann auch ein Dadaschow dann sein, der auch vielleicht Qualitäten entwickelt und dann irgendwie genau diesen Spielertypus verkörpert. Oder Barkok oder keine Ahnung, vielleicht auch sogar Wolf, wer weiß das. Wir haben ja das halt auch. Das finde ich ganz gut, dass wir jetzt auch nicht komplett den Kader zu zementiert haben. Das ist nämlich genau dies, was er Omid gesagt hat. Du musst ja trotzdem auch so eine gewisse Durchlässigkeit vielleicht lassen, dass eben so einer dann vielleicht sich auch in die erste Mannschaft spielen kann, mit dem wir jetzt vielleicht gar nicht rechnen. Ich glaube, diese Durchlässigkeit ist halt auch gegeben, denn du hast viele Spiele, die auf einem ähnlichen Level einfach sind. Also ich meine, Nelson Mandela wurde jetzt angesprochen, ja, der ist aber auch keine Meilen weit weg von Dadaschow, ja, und Marius Wolf bekommt trotzdem immer wieder seine Einsatzzeiten, was ich auch interessant finde, ja. Also ich meine, über Marius Wolf hatten wir uns davor überhaupt gar nicht unterhalten und er bekommt andauernd seine Zeiten. Das klingt doch auch dafür, dass der Spieler nicht nur dazu da ist, um, sag ich mal, den Kader aufzufüllen. Und der Besuchstoff hat in der Vorbereitung ja auch andauernd gespielt. Genau, und der hat auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen und saß jetzt gut nur auf der Bank. Aber wer weiß, das ist halt auch so ein Spieler, der wird halt natürlich jetzt ein bisschen außer Betracht gelassen, weil wir die ganzen Neuverpflichtungen hatten mit Fernandes und so weiter und so fort. Aber jemand, der sich in der Vorbereitung anbietet, der hat auch einen Stein im Brett bei Kovac in der kompletten Saison, wenn er dieses Leistungsniveau einfach behält. Und ich denke, durch diese Variabilität, die wir haben, sind wir vielleicht ein Stück weit schlechter auszurechnen als Mannschaften, die eine erste 12, 13 Spiele haben und bei denen es da klar ist, wer dann auftritt. Bei uns ist dann an vielen Stellen einiges unklar, vielleicht zu unserem Vorteil. Was nicht mehr ganz so unklar sein dürfte oder hoffentlich bald nicht mehr ist, ist die Personale Radetzky, der Omid ja auch eben angesprochen hat. Da gab es ja die diverse Wendungen und zuletzt habe ich gehört, es soll ja sogar der Vertrag verlängert werden. Gibt es da nochmal einen ganz neuen Stand oder ist das jetzt wirklich das Letzte, was ich jetzt gehört habe? Also das wäre ja jetzt schon für mich fast ein Wunder, wenn der Vertrag verlängert werden würde, nach dem ganzen Hin und Her. Aber wenn die Eintracht da wirklich nochmal ein paar mehr Euro in die Hand genommen hat und gesagt hat, hier, das und das sind wir bereit zu zahlen und wir wollen dich langfristig binden. Also das würde ich sogar wieder richtig cool finden, wenn Radetzky sagt, die 3 Jahre oder die 3, 4 Jahre, da unterschreibe ich, da bleibe ich jetzt dabei. Ich denke, da könnte auch dazu beitragen, dass es endlich wieder ein bisschen ruhiger in der Personalie wird. Wir hatten ja im Ibis-Hotel unsere Sendung, da haben wir das eigentlich als Idealszenario hingemalt, auch für ihn. Also es ist Win-Win. Er soll halt den Vertrag verlängern, er kriegt jetzt direkt mehr Geld, er lässt sich diese Ablösesumme in den Vertrag reinschreiben, hat sich quasi so mit seinem Marktwert abgesichert, weil die Sache ist nämlich jetzt die, wenn er jetzt abkackt und diese Ablösesumme nicht mehr wert ist, hat er wenigstens den Vertrag.
Wenn er die Leistung bestätigt, hat die Eintracht jetzt wenigstens die Sicherheit, dass er nicht ablösefrei geht. Und jetzt ist erstmal Ruhe im Karton. Dass, ob der die 3 Jahre dann hier bleibt, das bezweifle ich immer noch. Aber dann haben wir es wenigstens, wissen wir es. Okay, wir kriegen 8, 9 Millionen Euro und dann haben wir mehr, länger Zeit und können auch sagen, hier, bis dann und dann gilt gilt das und danach nicht mehr. Also du kannst ja immer sagen, ab Ausstiegsklauseln geben bis zum 31. Mai und dann ist ciao. Dann brauchst du dir im Sommer gar keinen Kram mehr anhören. Und ich fände es ganz gut. Ich hoffe, dass das so passiert. Warum dieser Termin jetzt geplatzt ist, weiß ich auch nicht mehr, weil es war ja im Endeffekt so, man hat sich ja schon drüber lustig gemacht, dass sich das täglich komplett immer wieder komplett gewandelt hat. Irgendwann hat man es gar nicht mehr genau durchgelesen. Wir werden sehen, was passiert. Ich hoffe, dass sich das alles beruhigt, er jetzt bleibt, weil er ist trotzdem ein sicherer Rückhalt und auch, glaube ich, fürs Team ist ein cooler Typ. Was genau sein Vater da für eine Rolle spielt, das will ich gar nicht so genau beurteilen, weil ich es nicht weiß, wie das da abläuft und wer jetzt welche Rolle spielt. Die wahrscheinlichste Variante ist tatsächlich, dass jetzt alle gesagt haben, so Leute, ihr habt uns keinen Feind gebracht, der so und so viel zahlt, nimm jetzt hier unser Geld, dann hast du dir das auch abgesichert und das wird Radetzky dann wahrscheinlich auch gedacht haben und gesagt, okay, weil das Worst-Case-Szenario ist ja, dass er dann auch gar nicht weiß, was passiert, denn jetzt verletzt er sich oder die Eintracht ist sauer und setzt ihn auf die Bank. Dann kriegt er den Vertrag, den er jetzt bei der Eintracht kriegt, nächstes Jahr auch nicht. Also so, das Fußballgeschäft ist, glaube ich, auch zu schnelllebig, als dass du da irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre in die Zukunft pokern könntest. Deswegen wechseln ja auch so viele Spieler zum Beispiel nach Wolfsburg, weil die denken, keine Ahnung, wer weiß, was jetzt nächstes Jahr ist. Ich unterschreibe jetzt diesen 4-Jahres-Vertrag mit XY festgehalten, dann kann mir die nächsten 4 Jahre erstmal nichts mehr passieren, unabhängig davon, was der Verein sagt oder was ich sage, weil du dann nur wechseln kannst, wenn die eine andere dir mehr gibt. Und ich glaube, es ist für ihn auch die beste Lösung. Es soll jetzt einfach mal Ruhe einkehren. Fertig. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber unbedingt du würdest nicht nach Hoffenheim oder Wolfsburg wechseln wollen, oder? Was ist das? Ja, genau. Das war die bestmöglichste Antwort, die du geben könntest, ja. Also wenn es schon Radetzky vielleicht macht und uns irgendwann Richtung Wolfsburg verletzt, ja, das stimmt beides übrigens, dann bleiben uns wenigstens noch einige treu. Aber was erwarten wir denn für diese Saison? Also was ist denn jetzt, wir haben ja bei der Live-Ausgabe schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber ich frage Omid mal als persönlich, was denkst du, was können wir von dieser Saison so erwarten, was erhoffst du dir? Ich erhoffe mir immer dasselbe, eine Wiederholung von 59, aber, aber ehrlich, also ich glaube, dass das Wichtige, ich habe das beste Gefühl, wir haben jetzt sozusagen sowas wie ein Netz und doppelten Boden. Das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich nicht da sitze und denke, okay, morgen geht die Welt unter. Ich habe einfach das Gefühl, mit dem Kader, mit dem Trainer und auch teilweise mit dem Vorstand, weil die sich ja irgendwie doch nicht so gebieren wie zum Beispiel in den letzten Tagen von Bruchhagen, sind wir solide genug aufgestellt, also dass wir nicht über die Plätze 15, 16, 17, 18 reden. Das ist schon mal ehrlich gesagt ein Fortschritt. Das entbindet mich nicht von meinem Größenwahn. Ne? Hashtag Team Frankfurter Bescheidenheit. Danke, Basti. aber also ich glaube, irgendwas zwischen 11 und 5 ist drin. Das ist so. Aber ehrlich gesagt, wenn das Problem ist, dass ja die anderen ja auch relativ heftig aufgerüstet haben. Und wenn die Dortmunder nochmal fett Kohle reinbekommen für den einen Buben, der nicht mal mit denen reden will, dann und das auch noch in Deutschland ausgeben, dann kommt nochmal Affenzahn in den Karussell rein. Und dann kriege ich möglicherweise nochmal Schiss. Aber jetzt würde ich sagen, Einstelligkeit ist gut drin. Wir müssen natürlich wie immer mehr. Also ich denke, das ist eine sehr realistische Einschätzung, gerade auch wenn es ruhig bleibt. Ich denke, das A und O ist auch, wird in dieser Saison wieder sein, dass wir unsere Reihen geschlossen halten und durch eine Unaufgeregtheit dazu kommen, die Spieler zu entwickeln und die Spiele dadurch dann vielleicht auch siegreich zu gestalten. Wenn ich merke, was jetzt schon wieder in Hamburg los ist, weil die halt im Pokal ausgeschieden sind, jetzt werden schon wieder Horrorszenarien, apokalyptische Szenarien an die Wand gemalt. Der Trainer ist schon wieder unzufrieden, die Leute sind wieder mit dem Trainer unzufrieden. Also es gibt überall wieder
Schwierigkeiten und ich bin froh, wenn es bei uns einfach alles ruhig bleibt. Man darf ja nicht im Finale sein, wenn man einen Blick in die zweite Liga werfen, wo jetzt Aue schon wieder einen Trainer entlassen hat nach, was weiß ich, 2, 3 Spielen, ja. Wo ich auch denke, meine Güte, was ist denn hier mit euch los? Also diese Schnelllebigkeit des Bundesliga-Geschäfts und wart ab, der HSV verliert noch 2 Spiele und dann fangen die auch wieder an, darüber nachzudenken. Also ich denke, es ist wichtig, wenn wir die Ruhe behalten. Und dann rutschen auch ganz andere Leute wieder da unten rein und das, damit wir mit ganz unten gar nichts zu tun haben. Aktuell sehe ich da viele Vereine, die es wesentlich schlimmer treffen könnte als uns. Also so Augsburg, auch Freiburg ist nicht gefeit vor irgendwelchen Niedergängen. Ob das mit Mainz so gut funktioniert, das müssen wir auch erstmal abwarten und da haben wir schon 3. Hannover. Genau, was ich höre von Fans aus Hannover, die halt auch jetzt sagen, ja, die hätten sich halt auch lieber nochmal einen Stürmer gewünscht. Also da, die haben stark angefangen, wenn es um Transfers ging mit Julian Korb zum Beispiel, den verpflichtet haben. Aber sowohl die Torhüterposition als auch andere Positionen, Torhüterposition hast du eigentlich jetzt erstmal wieder ein Fass aufgemacht, total unnötigerweise. Aber gerade wenn es um Sturm geht, Uca war zeitweise so, wurde zeitweise gerüchtet, da ist jetzt nichts draus geworden. Also da ist die Unzufriedenheit jetzt schon relativ hoch, trotz der Tatsache, dass sie neu aufgestiegen sind. Da merkst du nichts von dieser Euphorie. Und ich denke, wenn wir weiter so arbeiten und zufrieden sind, dass die Eintracht hier erstmal einen ordentlichen Kader zusammengestellt hat und jetzt dann auch einigermaßen alle fit bleiben, dann kann das ein ordentliches Ding werden. Dennis, wie siehst du das? Hier, Leute, Dennis gerade, dass er sich bei optimalem Verlauf vorstellen kann, dass die Eintracht vielleicht auf 6 oder vielleicht sogar auf Platz 5 landen kann. Hier los jetzt hier. Ja, lass mich jetzt mal ein bisschen von euch anstecken. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es gar nicht einschätzen kann. Also ich konnte dieses Anfang dieser verletzten Misere jetzt schon, hat mich ja so ein bisschen wieder auf den Boden geholt, weil ich auch von den Verpflichtungen begeistert war und gesagt habe, es gibt tatsächlich jetzt mal 3 Spieler, wo ich recht Bock drauf habe. Ich habe richtig Bock auf De Guzman, ich habe Bock auf Williams, ich habe Bock auf Allaire. Dann sind noch 2, 3 andere. Ich habe Bock auf diese Spieler und ich hoffe, dass sie sich irgendwie durchsetzen und dass die Eintracht, ja, dass Kovac so quasi sein System, was er sich erwartet von den Spielern, dass er so ein bisschen, so einen kleinen Stamm hat er ja zusammen mit Gacinovic, Abraham, Radetzky, dass er das weiterentwickeln kann quasi. Ähnlich wie Dardai das in Berlin gemacht hat. Dass du das Gefühl hast, der ist hingekommen und hat gesagt, so Leute, hier ist alles im Arsch. Wir fangen jetzt mit den Basics an. Das hat er auch gemacht. Er hat gesagt, das Einzige, was wir jetzt machen können auf die Schnelle, ist kämpfen, kämpfen, kämpfen. Dann so ein bisschen ein System reinbringen, was auch nicht so unfassbar ausgetüftelt war, sondern erstmal die einfachen Sachen. Immer das Beste. Ich hoffe, dass die Eintracht diese Saison einfach so ein bisschen den nächsten Schritt gehen kann. Ob dann so viel mehr rauskommt. Ding, 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 ding. Ob dann so viel mehr rausspringt als letztes Jahr, weiß ich gar nicht. Weil die Bundesliga sich auch verändert hat. Du hast Darmstadt nicht mehr drin, du hast Ingolstadt nicht mehr drin. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, letztes Jahr sind viele Mannschaften hinter uns geblieben, wo man dieses Jahr, ja, das wird vielleicht nicht immer passieren. Weil du kannst diese Wahrscheinlichkeitsrechnung bei diesen höheren Etats auch nicht immer ausschalten. Und Wolfsburg, Schalke, Leverkusen, ja, die Eintracht kann die Saison auch in Abstiegsnöte geraten, wenn von denen, die ihr schon genannt habt, wenn einer von denen irgendwie eine Überraschungssaison spielt. Dann kann die Eintracht ganz schnell unten reinrutschen. Aber ich glaube, ähnlich wie letzte Saison kann die Eintracht auch genauso schnell oben reinrutschen. Deswegen, es tut mir leid, ich kann keine definitive Prognose abgeben. Mein Dings reicht tatsächlich durch euch jetzt nicht mehr 6 bis 16, sondern 5 bis 15. Ja, genau da gehe ich mit. Also 5 bis 15 ist so, also 5 wäre schon unfassbar, die Eintracht auf schon Platz Hammer, 5. Ja. Aber ganz ehrlich, lasst uns genau diese Positivität doch einfach mal mitnehmen. Warum denn nicht? Ich denke, es ist wirklich alles möglich. Und wenn, im Aufregen können wir uns immer noch. Natürlich, und das werden wir dann hier im Podcast auch machen, aber die Sache ist halt, es kann auch zu unseren Gunsten laufen. Und wenn die Jungs, ich glaube, Kovac hat ordentliche Leute auch, also mit seiner ganzen Hintermannschaft und mit Hübner und so weiter und so fort, die haben eine ordentliche Mannschaft zusammengestellt mit Charakteren, die funktionieren. Und das ist für mich, glaube ich, wichtig. Und ich kann mir vorstellen, dass auch, wenn das ein oder andere tief kommt, die Charaktere dazu beitragen, dass sie wieder in normale, ruhigere Gewässer kommen und da vielleicht sogar den einen oder anderen Schritt nach vorne machen und dann landen wir vielleicht auf der 7 und wenn alles wunderbar läuft, dann haben wir vielleicht doch irgendwann wieder den Europapokal vor Augen.
Unmöglich ist es nicht. Und es wird auf jeden Fall auch die eine oder andere Überraschungsmannschaft unten reinrutschen. Und Vereine wie Leverkusen sind eigentlich immer noch prädestiniert dafür, nicht so gut zu sein, nicht so gut zu spielen, wie man eigentlich denkt, dass sie spielen müssten. Ich sage euch, die ganze Kiste mit Leverkusen und Heiko Herrlich ist für mich überhaupt noch nicht safe. Für mich ist Heiko Herrlich ein sehr, sehr schwieriger ein sehr, sehr schwieriger Trainer. Also ich finde, keine Ahnung, also für mich sieht er, also die, keine Ahnung, ich kann das ganz schwer beschreiben, aber ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich an Leverkusen und Heiko Herrlich denke. Und so geht es mir bei einigen anderen auch. Ja, ich weiß, gut, aber die können ja nach 4 Spieltagen mal entscheiden holen. Also. Ja, das ist ja dummerweise der Vorteil. Ne? Da gibt es ja noch ordentlich auf dem Markt. Ne? Aber ja, aber auch Schalke, ob das so richtig sinnvoll war, mit so einem jungen Kerl jetzt in die neue Saison zu starten. Also vielleicht, ob das dieser Jugendwahn, der da irgendwie ein bisschen vorherrscht. Wir werden es abwarten. Ich bin sehr froh, dass wir mittlerweile einer der dienstältesten Bundesliga-Trainer, also zumindest bei einem Verein. Das ist ja das Absurde. Ich meine, wenn wir uns überlegen, Kovac ist jetzt 1,5 Jahre bei der Eintracht und ist jetzt, glaube ich, auf Platz 3 oder 4 der Trainer, die am längsten beim gleichen Verein sind. So, das muss man sich doch mal geben. Was ist denn das für eine Hausnummer? Übrigens, sehr empfehlenswertes Interview, was er im Sokrates-Magazin gegeben hat. Kann man sich wirklich mal durchlesen. Sehr, sehr schön. Und da bekommt man auch ein bisschen was über die Seele von Kovac mit und auch über seine Tugenden und so weiter und so fort. Ist schon ein sehr, sehr straighter Typ. Ich bin froh, dass wir ihn als Trainer haben und mache mir dementsprechend nicht ganz so viel Sorgen. Okay, ja. Was haben wir denn noch auf dem Plan? Über was wollen wir denn noch sprechen, liebe Leute? Wie geht's denn am Samstag aus? Gutes Spiel, gute Frage, gutes Spiel. Denn, wie sieht's denn aus? Wer fährt einer von euch hin? Nee, sonntags ist immer blöd. Sonntags ist blöd, aber ich habe gehört, dass extrem viele Leute hinfahren, denn die Fans der Frankfurter Eintracht sind motiviert, wollen auch die ersten Bundesliga-Spiele auswärts mitnehmen. Ich kenne allein 2 oder 3, die ja hinfahren, die den Weg in den Breisgau nach Freiburg auf sich nehmen, trotz der Tatsache, dass es ja die ein oder andere Schwierigkeit gibt. Ich habe gehört, mit der Bahn könnte es Verspätungen geben. Gab es ja schon größere Medienberichte. Also plant lieber mehr Zeit ein für die Leute, die da jetzt hinfahren und auf dem Weg natürlich unseren Podcast hören, was ganz selbstverständlich ist. Grüße an dieser Stelle. Was denkt ihr denn? Also Freiburg aus dem UEFA Cup, sage ich, aus dem Europapokal ausgeschieden, war gleich eine relativ schwierige Sache. Ich würde sagen, für Freiburg, ja, die hatten schon ein bisschen holprigen Start. Jetzt Pokal jetzt auch nicht so wunderbar gewesen. Was meint ihr? Ja, Freiburg, meine Hoffnung bei Freiburg ist so, dass die noch über ziemlich viele Transfers reden gerade. Also bei denen hast du das Gefühl, die sind, die haben das noch nicht ganz abgeschlossen alles. Also obwohl sie jetzt diese Doppelbelastung jetzt gar nicht mehr haben, wollen sie trotzdem noch 2, 3 Spieler holen, wie ich das vernommen habe. Und das spricht ja dafür, dass die noch nicht ganz so weit sind wie wir vielleicht. Das so, ja, die haben ohne Ende Kohle jetzt von den alten Transfers. Ja, das ist halt brutal, ja. Ne? Also das muss genau, die haben sie halt nicht eingesetzt, weil sie an gewissen Stellen nicht bereit waren, halt diesen, was ich auch verstehe, diesen verrückten Markt mitzumachen und jetzt ein bisschen abzuwarten. Da würde ich aber mir denken, vielleicht ist Freiburg da noch nicht so eingespielt. Vielleicht ist da was drin. Die Sache ist, die Freiburg ist immer, ich habe an Freiburg keine guten Erinnerungen. Also ich habe da, das ist ein blödes Auswärtsspiel da, das Stadion ist irgendwie, der Auswärtsblock ist echt hässlich und bist da so in dieser Ecke, da diese riesen Stufen. Da habe ich irgendwie keine guten Erinnerungen dran an dieses Stadion. Und was auch ein bisschen blöd für die Eintracht ist, dass sie vielleicht aus diesem Europapokal ausgeschieden sind, weil sie dann schon mal so dieses, ja, die hatten schon mal diesen ersten Wachmacher, zu sagen, brr, wir müssen jetzt mal schütteln und mal gucken, was los ist. Wenn es nicht passiert, wären sie vielleicht ein bisschen nachlässiger gewesen. Aber die hatten ihren ersten Paukenschlag schon, dass sie quasi in diesen 2 Spielen, diese geile Saison, die sie gespielt haben, haben die ja quasi in die Tonne gekloppt, muss man ja sagen. Mich hat das mega aufgeregt. Also ganz ehrlich, mir geht es total auf den Sack. Wenn die ganze Saison darauf hinausgearbeitet wird und dann in 2 Spielen wird das so leichtfertig gegen einen absolut mittelmäßigen Gegner versemmelt. Also ich meine, ich mag ja Freiburg und ich bin ein sehr großer Freund von Christian Streich. Alles gut und schön. Aber dass die so leichtfertig diese Europacup-Chance verballert haben und alle anderen lecken sich die Finger danach, das nervt mich schon. Mich hat's auch genervt. Also ich fand's auch, das Problem ist, ich weiß nicht, ob die es hergeschenkt haben oder ob es halt, ich weiß nicht, was da los war. Aber das ist allgemein, wie du es gesagt hast, wenn die Eintracht da gewesen wäre, was da für eine Energie hier in der Stadt wieder gewesen wäre, wenn die Europapokal-Qualifikation, will ich mir gar nicht ausmalen. Aber
Ja, ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist. Ich habe nur das Gefühl, dass in Freiburg alles noch nicht so weit ist, wie es jetzt sein sollte. Und dass die vielleicht sogar bis zum 31.08. alles zu planen, wie die Eintracht das früher gemacht hat. Weil Eintracht hast du ja auch früher das Gefühl gehabt, die sind so, ja, in die Saison mal so rein und dann gucken wir mal die ersten drei Spiele, wir können ja immer noch einen holen und bla bla. So wirkt das bei denen auch gerade, weil die natürlich auch ihre Prinzipien haben, die ich ehrlich gesagt gut finde. Zu sagen, ey, nur weil ihr jetzt wisst, dass wir Geld haben, werden wir uns von euch nicht verarschen lassen. Ich hoffe aber, dass das so ein bisschen zum Bumerang jetzt wird, zumindest in diesem Spiel, dass die Eintracht, weil wir dürfen nicht vergessen, das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Spiel. Also so diese ersten paar Saisonspiele zeigen oft schon, in welche Richtung es geht. Weil du dann, wenn du es verlierst, läufst du schnell hinterher und dann fängst du an zu überlegen. Es würde nichts Besseres für die Eintracht geben, als dieses unangenehme erste Heimspiel gegen so einen Gegner wie Wolfsburg, die von der Qualität her immer besser sein werden als wir von den Einzelspielern. Als wenn du da mit dem Sieg hinkommst, weil dann kannst du den Wolfsburgern sagen, so, jetzt guck, zeig mal, ob ihr irgendwie was gelernt habt, Gomez, und du Führungsspieler bist jetzt hier Kapitän, bla bla bla. Als wenn du zu Hause gegen Wolfsburg spielst und denkst, du musst gewinnen. Das ist, also ich wünsche mir, dass die Eintracht tatsächlich, am Anfang wäre ich noch mit einem Punkt zufrieden gewesen, jetzt bin ich hier mit euch, ihr habt fünfter Platz gesagt, mittlerweile will ich in Freiburg gewinnen. Okay. Ja, klar, also warum nicht? Ich denke, bei so einer Mannschaft, die sich noch nicht so hundertprozentig gefunden hat, ist doch auf jeden Fall was drin. Man darf ja auch nicht vernachlässigen. Ich meine, gegen Halberstadt im Pokal mit 2-1, ja, ein bisschen mühevoll zu gewinnen, ist jetzt auch keine Glanzleistung. Wir haben ja eben über die eigene Leistung im Pokal gesprochen. Das ist jetzt auch nichts Unmenschliches. Und ich denke, in Freiburg sollte auf alle Fälle was drin sein. Omid, siehst du genauso, oder? Jo, jo, ich hoffe das sehr. Ich glaube, aber Basti hat recht. Ich glaube, dass das Rausscheiden von denen eher schlecht ist für uns. Ich glaube, dass die jetzt sehr klar wissen, wo die stehen. Dass die wissen, dass sie jetzt nicht einfach aus der hohlen Hand alles rausschütten können und dass sie nur einen einzigen Wettbewerb haben, auf den sie sich konzentrieren müssen. Der Pokal ist unberechenbar. Und deshalb glaube ich, dass es eine andere Freiburger Mannschaft geben wird. Trotzdem habe ich genau wie ihr auch nicht das Gefühl, dass es eine abgestimmte Mannschaft ist, die eine Saisonvorbereitung hatte, die super optimal war, und jetzt da sitzt und denkt, ja, wir werden sowieso auf alle Fälle wieder in den Europapokal kommen. Und deshalb ist sicher was drin. Aber ich glaube, es wird ganz, ganz hart. Und der Pedersen hat ja auch nicht unbedingt ein cooles Spiel gehabt, wo man das Gefühl hat, da hat sich jetzt so ausgerauscht. Und der war gegen uns bisher immer nicht besonders nett. Nee, das stimmt, ja. Das muss man sagen. Hier, Leute, Dennis, dass es vielleicht sogar ein Vorteil sein kann, dass der SC Freiburg in der ersten Pokalrunde des Europapokals rausgeflogen ist, denn es besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass die damit noch zu hadern haben und dementsprechend nicht so fit sind, nicht so fit in die Partie gehen, wie man sich es erhofft, geistig fit und dies dementsprechend der Eintracht zum Vorteil gereichen kann. Na dann, muss am besten der Herr Kempf früher mal bei der Eintracht in der Innenverteidigung gewesen, zumindest ein paar Spiele. Ärgere ich mich heute noch, dass er so leichtfertig von der Eintracht weggegangen ist, beziehungsweise die Eintracht zu blöd war, ihn irgendwie längerfristig zu binden. Und er jetzt einen sehr, sehr guten Innenverteidiger gibt, ne? Das muss man auch mal sagen. Marc-Oliver Kempf, der ja absoluter Stammspieler eigentlich beim SC Freiburg ist und auch wahrscheinlich in ein, zwei Jahren nochmal den nächsten Schritt geht, den sehe ich auch in zwei, drei Jahren auf jeden Fall in Hoffenheim und dann irgendwann auch der Weg in die Nationalmannschaft. Also wenn das alles irgendwie so weiterläuft, dann wird der Junge auch mal den Adler auf der Brust tragen, aber leider nicht den Eintracht-Adler, was mich ungemein ärgert. Gut, aber da muss er vielleicht mal einen schlechten Tag haben, damit wir das Ding irgendwie reißen. Und wenn wir einen guten Start haben, was halt echt super toll wäre, mindestens mit einem, am besten mit 3 Punkten zu starten, auswärts, was auch wichtig ist. Denn wir haben ja in dieser Saison, das habe ich ja schon gesagt, wir haben ja in dieser Saison keinen optimalen Terminkalender, keinen optimalen Spielplan. Wir machen das erste Spiel auswärts und das letzte, am 34. sind wir auch auswärts. Also das heißt, wir müssen in einem begrenzten Zeitfenster versuchen, so viele Punkte wie möglich einzufahren und dass wir uns von unten entfernen und oben relativ weit nach vorne kommen. Würde ich Ja, sagen. Ja. darauf können wir uns, glaube ich, einigen. Auf jeden Fall, ja. Gut, ich würde sagen, dann schauen wir mal, wie es läuft mit Freiburg. Gehen wir nochmal zur nächsten So, Kategorie. darf ich eine Sache dazu noch sagen? Ich Darfst muss zwei jetzt mal Sachen was dazu sagen? beichten. Herr Logo. Ich muss mal was beichten. Das ist für den deutschen Fußball scheiße, wenn die Mannschaften so früh rausfliegen. Hoffenheim, wenn die gegen Liverpool rausfliegen, auch gerade nach Freiburg, ist einfach scheiße für die Fünfjahreswertung und auch für den deutschen Fußball, für uns alle. Ja. Aber ehrlich gesagt, also ganz heimlich, nicht, dass ich mich gefreut habe, aber so ganz heimlich atme ich schon ein bisschen auf,
wenn Mannschaften, die auf unserem Niveau sind, dann bei den Fernsehgeldern nicht einfach komplett davonziehen. Ich meine, stellt euch vor, die Mainz haben, glaube ich, dreimal die Qualifikation an der Stelle versammelt. Gegen Gaswasser, Scheiße, Methan. Gasmethan, Medias. Stellt euch mal vor, die hätten das alles geschafft und hätten wenigstens die Gruppenphase jedes Mal mitgemacht. Die hätten jedes Jahr 5 bis 7 Millionen nur für die Gruppenphase mehr im Kasten gehabt. Das ist, da wird der Graben quasi innerhalb der Liga immer größer. Und diejenigen, die nicht Europapokal spielen, sind dann immer auf der falschen Seite. Und deshalb, scheiße für den deutschen Fußball, aber wenn die Liga ein bisschen zusammenbleibt, in unserem Sinne, dann kann ich nicht so richtig Blut heulen. Ja. Ich kann ehrlich gesagt, wenn ich jetzt hier ganz, ganz ehrlich sein darf, auch meine Freude über das 2-0 von Liverpool hier auch nicht zurückhalten. Nee, natürlich. Mir ist sehr, sehr leid. Ich bin sehr, sehr erfreut, dass Hoffenheim nicht in die Champions League kommt und Liverpool stattdessen, weil das für die eh schon abgenommene Attraktivität eben hier in der Champions League, glaube ich, sehr, sehr gut ist. Sehe ich ehrlich gesagt genauso. Und ich denke auch, man kann sich auch durchaus mal freuen. Ich weiß auch nicht, ob es immer so sein muss. Voll über Salzburg reden. Ja. Ist ja auch nicht hin. Also ich meine, eieiei. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, ob ich immer für deutsche Mannschaften halten muss, nur weil sie aus Deutschland kommen. Irgendwie ist mir das, also ganz ehrlich, bei Hoffenheim hört es halt bei mir halt auch auf. Und gerade das Argument, was der Umi gerade genannt hat, dass die uns dann irgendwann davonziehen, ja, das will ich auch nicht. Also ich meine jetzt bei Dortmund, okay, da bin ich ja neutral. Aber ich freue mich jetzt für Köln zum Beispiel, da habe ich richtig Bock drauf, auch als neutraler Zuschauer habe ich Bock, wenn die jetzt europäisch gehen, dass die gute Lose bekommen, dass die viele geile Auswärtsfahrten haben und dass die das Stadion auch zu Hause ordentlich befeuern. Also da habe ich richtig Bock drauf. Aber wenn ich mir halt diese gefakte Crowd da bei Hoffenheim anschaue, Champions League, da wackelt halt nicht das Schwänzchen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keine positiven Empfindungen für. Ne? Und da muss ich jetzt auch nicht so... Nee. Das ist schon okay so. Kann man sich mit Liverpool freuen und als kleiner Klopp-Nerd, der ich immer noch bin, freue ich mich dann halt doppelt. Ja, aber gut, also der hat ja eben schon... Es ist ganz ehrlich, ich habe es schon mal an anderer Stelle gesagt. Es ist auch ein Stück weit Perlen vor die Säue, wenn so eine Fanszene wie Hoffenheim zur Anfield Road fahren darf. Das bleibe ich auch bei. Egal, auch wenn die Leute können ja jetzt kurz weghören, die es schon tausendmal gehört haben. Ich finde es ärgerlich. Ich ärgere mich darüber. Weil wieder Marvin es gesagt hat, so bei Köln, da habe ich auch Bock drauf, das schaue ich mir auch an, da fahren bestimmt ganz, ganz viele hin und die werden auch so diese, ja, was man als Heranwachsender immer diese Europapokalabende hatte, so Bremen hatte manchmal solche, wo du weißt, da ist geile Stimmung, vielleicht haben die dann irgendwas Besonderes. Ja, sowas kriegst du halt in Hoffenheim nicht. Also das ist, wie du sagst, die spielen ganz guten Fußball, das ist ja fußballerisch auch echt gut anzugucken. Nagelsmann ist auch, glaube ich, fachlich gesehen ein guter Trainer. Mhm. Aber wie du es gesagt hast, das flasht einen halt überhaupt nicht. Also da ist dieses ganze Drumherum fehlt da irgendwie komplett. Ja, deswegen gut, Hoffenheim, selbst wenn die jetzt in die Champions League kommen, selbst wenn die jetzt nicht in die Champions League kommen, die sind uns, glaube ich, sowieso schon enteilt, leider. Weil die ja halt trotzdem, die stehen halt finanziell anders da als wir. Aber trotzdem kann ich auch das nachvollziehen, was Omid sagt, das ist schon ganz gut, wenn Freiburg da ausgeschieden ist und uns nicht... Umid, wie ist das denn jetzt für dich eigentlich? Du bist ja jetzt auch so ein bisschen viel am Touren. Wie wirst du denn überhaupt die Eintracht verfolgen können? Hast du eigentlich auch dieses verzwickte Skype-Konzept, wo du jetzt auch noch einen Eurosport-Player brauchst, um alle Spiele der Bundesliga zu verfolgen? Oder wie machst du das? Also, ich habe ja immer noch die Illusion, dass die habe ich ehrlich gesagt die letzten 3 Jahre weiter versucht aufrechtzuerhalten, dass ich regelmäßig ins Stadion kann. Wird halt immer beschissener, weil ich ja die ganze Zeit in der Weltgeschichte rumreise und je mehr Konflikte, desto mehr muss ich rumreisen. Das ist echt scheiße. Die Reisen sind super und ist ein Riesenprivileg. Das ist nicht scheiße, aber es ist für das Stadion, ins Stadion gehen, ist es halt scheiße. Aber ehrlich gesagt, ich krieg das schon hin. Jedes Spiel irgendwo zu gucken, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr schon mal erzählt, ich war beim Relegationsrückspiel in einem Termin mit einem ganz ranghohen Diplomaten im Außenministerium in Washington und kam rein und sagte, tut mir leid, ich muss auf mein Handy gucken. Und nach 10 Minuten habe ich gesagt, tut mir leid, ich kann dieses Gespräch nicht fortsetzen, ich muss jetzt weg. Und dann rannte ich ins Hotelzimmer und knallte die Tür hinter mir zu, der Rest weiß ich nicht mehr. So, aber
also, das, was soll ich machen? Ich meine, hallo, dafür haben wir uns zusammengeschaltet, ein Leben lang. Ja. Klar, auf jeden Fall. Ja, das ist es halt. Ne? Und da muss man halt auch einen sauren Apfel beißen und mal andere berufliche Dinge irgendwie außen vor lassen und sich dann halt mal genau anschauen, was die Eintracht da so fabriziert, weil man kann eh konzentriert nicht zuschauen. Ne? Ja, ist so. Ja, ne? Oh, ja, ja. Ja, aber ich kann mir schon... Oder nicht konzentriert Gespräch spannend, hören. Also, das geht auch. Ja, genau, das ist richtig. Langsam spannend, aber so bei allen so. Die Vorfreude steigt trotzdem irgendwie bei. Ich habe das ja so in Erntebrück hast du das gemerkt, da waren ja auch echt viele Leute. Ja. So, ja, langsam hat irgendwie jeder Bock. Also bei mir kommt es auch langsam zurück, dass ich denke, oh cool, ey, bald erste Heimspiel und Stimmung und mal gucken, was die Spieler bringen. Und hast du eigentlich, ja, ich habe irgendwie... Ich langsam. Will es jetzt auch sehen. Weißt du, ich habe halt auch ja, keinen genau, Bock. Genau, ich habe auch keinen Bock auf das Geplapper. Ja, und genau, wir reden immer drüber und wir, ja, das könnte passieren und das könnte passieren. Ich will jetzt wissen, was genau passiert. Und ich will auch endlich, dass der Fokus wieder zurück auf den Fußball geht. Denn das hast du jetzt in der letzten Zeit ja extrem gemerkt, dass sich andauernd, ja, jetzt machen wir das große von Torra-Interview mit Uli Hoeneß und so weiter und so fort. Jetzt werden die ganzen... Und reden über Neymar! Ja, genau. Und weißt du, genau, so ein Quatsch. Und jetzt kommen, und jetzt werden diese Themen wieder aufgebauscht und dann diese Situation, die ja auch nachweislich unsäglich war beim gestrigen Pokalspiel und so weiter und so fort. Das nimmt alles den Fokus weg. Oder auch wenn wir uns überlegen, diese ganze Bilddiskussion, die es in der letzten Zeit gab, wo selbst Reichel sich ja geäußert hat, ja, wir werden es ganz genau kontrollieren und wir haben ja HD-Kameras, wo wir ganz genau feststellen, welche der potenziellen Ultras da Gewalttäter sind und so weiter und so fort. Ja? Und ich bin einfach froh, wenn es wieder zurück zum Fußball geht und nicht diese Nebenkriegsschauplätze andauernd noch perverser werden. Ja, wobei, darüber können wir auch mal, ich muss mal zu dem Pyro mal was sagen. Na, Logo. Weil, ehrlich gesagt, es wiederholt sich ja andauernd. Es ist, glaube ich, komplett unumstritten, alles, was die Hand verlässt, ist einfach kriminell. So, und wenn du in gegnerische Blocks reinschießt, dann bist du einfach ein Arschloch. Ja, gehörst strafrechtlich verfolgt. Es ist einfach versuchter Körperverletzung. Aber halt nur er, also nur er, der das macht. Verflucht nochmal, irgendjemand muss nochmal laut und klar aussprechen, dass das erst dann beherrschbar wird, wenn du Bereiche hast, wo du Fachleute hast und wo du den Scheiß legalisierst. Ich meine, das macht mich immer wahr. Ich meine, ich weiß, das ist mein Job. Wir müssen das Sprengstoffgesetz novellieren. Ich suche seit Jahren genug Leute, mit denen ich das zusammen machen kann. Das ist gar nicht so einfach. Aber solange du das so dermaßen in die illegale Ecke schiebst, was nicht so gefährlich ist, landest du auch immer wieder da. Ich meine, das Gesamtverbot ist nicht durchsetzbar. Das erleben wir 100-mal die Saison. Und deshalb sollte man versuchen, ich meine, es ist bei, Entschuldigung, darf ich mal sagen, es ist wie beim Kiffen, ja. Du kannst es nicht verbieten. Es bringt sogar Kohle in die Staatskasse, wenn du das machen lässt. Und es ist auch deutlich klarer und einfacher, irgendwie auf die Gesundheit der Leute aufzupassen. Es ist einfach abstrus. Die ganze permanente, wir unterdrücken das, wir verbieten das, aber eigentlich können wir das nicht, funktioniert nicht. Und das hast du jetzt in Rostock mal wieder gesehen. Ja, ja. Entschuldigung, ich muss mich jetzt mal aufregen, aber es ist immer dasselbe. Nein, das ist ja vollkommen ein legitimer Punkt und das ist auch ein guter Ansatz, den du hier hast, denn es ist ja wirklich so, vielleicht sollte man einfach darüber und auch konstruktiv darüber nachdenken, gewisse Zonen einzurichten, wo du sagst, okay, die Leute dürfen das dementsprechend haben und dann wird das gesichert, entflammbar gemacht und dann hast du so eine gute Atmosphäre und es funktioniert und du hast die Einigkeit mit den Fans, dass du sagst, okay, wir können auf verschiedene, unterschiedliche Stilmittel der Stimmungsmache setzen und gleichzeitig eine Sicherheits, ein Sicherheitslevel garantieren, damit niemand irgendwie zu Lasten kommt. Das würde ich mir auch wünschen, denn ganz klar sind solche Dinge wie gestern, wo Leute damit abgeschossen werden, das ist eine Frechheit und das gehört sich nicht und da gibt es auch kein Mittel, das irgendwie zu verargumentieren, dass es okay wäre. Nee, so geht es halt nicht. Aber man kann halt auf der anderen Seite halt auch nicht sagen, ja, okay, dann müssen wir alles abschaffen, was irgendwie stimmungsfördernd ist und dann müssen wir dann auch alles abschaffen, was irgendwie am besten noch Stehplätze abschaffen und dann nur noch Sitzplätze einführen. Das kann es halt auch nicht sein. Und da muss es irgendwann mal einen konstruktiven Weg geben, den man findet, um zu einer Lösung zu kommen, denn diese zwei verhärteten Seiten, die werden sich nur noch weiter die Köpfe einschlagen und als Unbeteiligter oder als Freund der ganzen Stimmungsmache, aber ich meine in positiver Hinsicht im Stadion, der kommt dann auch irgendwie, ja, ist auch irgendwie traurig. Wenn wir das Thema anreißen, bin ich ganz froh, dass der Omid vorhin gesagt hat, dass er bis 12 Uhr Zeit hat. Klar, wir können jetzt hier gleich die nächste Sendung anfangen, weil ich
Dieses Thema ist ja derart komplex, dass man da könnte man wirklich stundenlang drüber sprechen. Ich will nur zusammengefasst sagen, ich befürchte, dass diese Saison, und der Marvin hat es ja angedeutet, was hier Herr Reichelt und die Bild-Zeitung gerade starten, ist ja dieser selbe Mechanismus, das ist ja quasi die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Es waren früher die Türken, dann kamen die Flüchtlinge, dann kamen, was weiß ich, wer, jetzt sind die Ultras wieder mal dran. Und jetzt sind alle auf einmal dran. Ja, stimmt. Ja, aber, ja, genau, ja eben. Also die kommen ja gar nicht mehr hinterher. Hm. Wahrscheinlich werden da irgendwann noch Verbindungen hergestellt. Zwischenzeitlich waren es übrigens auch alle Linken, was, darf man auch nicht vernachlässigen. Ja, stimmt, ja. Ich, siehst du, das habe ich schon wieder vergessen. Ja. Auf jeden Fall sind es jetzt aktuell sind es die Ultras. Du hast das Gefühl, das hat System, dass da so eine Eskalation jetzt quasi, da wird jetzt quasi das Brennglas draufgeworfen, mal schauen, was jetzt hier abgeht. Aber vollkommen instruiert, das darf man auch nicht vernachlässigen. Das war eine Diskussion, die eigentlich mitten in der Sommerpause entstand, wo eigentlich gezielt Brandherde gelegt wurde. Das war so mein Eindruck. Ja, ne? Zu einer Zeit, wo gar nichts passiert ist. Ja. Das war ja dieses, die neue Macht der Ultras. So, das sagt Watzke zu den Ultras. So brutal wird die neue Saison. So bla bla. Alles auf. Die fünfte Kolonne Nordkoreas in unseren Stadien. Ja, so genau. Genau. Und dann also alles aufgehängt an den unfassbar wilden Protesten der Eintracht-Fans gegen Helene Fischer. Also die haben einen Artikel geschrieben mit der Überschrift: So brutal wird die neue Saison. Das, was in Berlin passiert ist, quasi, das wäre quasi die Vorhut gewesen. So von mir. Und jetzt geht's richtig vorwärts, wo du denkst eben. Also ich weiß immer noch nicht, was in Berlin alles passiert sein soll. Hm. Also ja. Wie gesagt, wir hätten dort einen Elefanten ins Stadion schmuggeln können. Wir wurden dort überhaupt nicht kontrolliert. Wir haben das Einzige, was wir gemacht haben, war, dass wir zugegeben haben, dass das nicht unser Musikgeschmack ist. Hm. Pfeifen, da ist ja wie gesagt, da ist ja nichts auf Helene Fischer geflogen oder so. Also es ist ja nicht so, dass das Skandal, die ist da blutend abgeführt worden, sonst irgendwas. Die Problematik ist hier, Dennis hat gesagt, die Fronten scheinen so verhärtet zu sein, weil du es ja gestern auch gesehen hast, weil die Ultras ja auch, ein kleiner Teil der Ultras, auch zu sehr ins Extrem fällt. Also du hast ja Ultra-Gruppierungen, die wirklich darauf aus sind, da Bock drauf haben, die genau wissen, was sie damit, die wissen, geil, wir werden im Fernsehen gezeigt, heute machen wir mal richtig ein. Das sind aber auch keine, die ein Interesse daran haben, zu sagen, okay, wir machen das jetzt konstruktiv. Wie kann das in Zukunft aussehen, bla bla, sondern die denken, geil, wir machen hier Stress. Das hast du überall. Also das hast du, es gibt es in jedem Lebensbereich so, Leute. Das ist, warum das so ist, ist auch differenziert zu beurteilen, woran das liegen kann, an was für sozialen Strukturen und was überhaupt. Das Problem ist nur der Umgang damit, der ist, wenn der sich jetzt schon, ich glaube hier irgend so ein CSU-Affe hat sich jetzt auch schon wieder mit brutal, brutal, brutal und die müssen alle weggesperrt werden. Du hast ja das Gefühl, geht ja mittlerweile Leute, die fordern die Todesstrafe für jemanden, der eine Leuchtrakete mit Leuchtdings in der Hand hält. Da gehen mir teilweise auf beiden Seiten die Dimensionen verloren, die eine Diskussion zulassen würden. Und das Problem ist, wir sehen das ja auch bei viel wichtigeren Themen in der Welt. Ja. Sehen wir genau das auch. Und deswegen lässt es mich verzweifeln, dass man dieses eigentlich im Gesamtkontext gesehene kleinere Problem hier gerade, selbst das werden wir nicht lösen können, weil da dieselben Mechanismen greifen. Da wird es verhärtet, die eine Seite kriegt davon nicht ab. Und diese große Mehrheit steht dazwischen, guckt nach links und nach rechts und denkt, diese zwei Seiten, die extremen Seiten, bestimmen die Diskussion. Was ist mit der großen, was machen wir? Wir leiden trotzdem darunter von beiden Seiten. Weil der DFB wird mich auch irgendwie auf eine gewisse Weise schikanieren wollen. Und ich habe aber auch keinen Bock, dass ich in einem Stadion bin, wo, was weiß ich was, wo mir eine Rakete in die Fratze fliegt. So. Gleichzeitig habe ich aber eine Meinung, die vielleicht eher zur anderen Seite geht, dass ich sage, ja, aber ich finde es nicht schlimm, wenn in irgendwelchen Blöcken Bengalos gezündet werden und ich finde es nicht schlimm, wenn es da raucht. Das ist ja, wie gesagt, es gibt ja 1000 Graustufen. Wenn der eine sagt, er ist für 100% für Pyros, der andere bei 0, ich bin vielleicht bei, keine Ahnung, bei 71. Ich bin bei 71% für Pyros. Und dann gibt es ja einen, der ist bei 44, dann gibt es einen, der ist bei 50, dem ist völlig egal. Der hat irgendwie andere Probleme, aber diese Diskussion wird ja so nicht geführt, sondern die Diskussion fängt ja jetzt an und in vielen, vielen Stadien, in Köln gibt es auch diese Tendenzen zu sagen, okay, es gibt jetzt die Privilegien, verliert ihr dies, das, das führt dann immer zu Dings, aber keiner hat Bock, irgendwie das zu lösen. Ich habe das Gefühl, keiner hat auch Bock, das zu lösen, weil ich glaube, das ist natürlich auch mit so einem kleinen Aluhut auf, dass der DFB das an gewissen Stellen auch benutzt, um zu sagen, okay, wir können anhand dieser Debatte können wir es auch durchsetzen,
dass die Gesellschaft akzeptiert, dass die quasi diese Fans aus den Stadien vertreiben, weil dann kannst du dir ein anderes Publikum holen. Das ist in der Premier League ja passiert. Wenn es darauf hinsteuern soll, machen die alles richtig. Mir macht es ein bisschen Angst und mich nervt es auch krass. Weil wenn ich es jetzt heute, ich habe heute auch viele Sachen gelesen, jetzt hier auch während dem Spiel bei Hoffenheim, da war da natürlich teilweise mal ein bisschen gute Stimmung. Das dann fängt es ja auch an bei Leipzig auch so von mir, ja, so kann der Fußball doch auch aussehen, so friedlich und wie Leipzig die neue friedliche Fankultur. Klar kann das auch so aussehen. Ist alles in Ordnung. Ich kann auch auf ein Rewe Happy Family Days gehen und mir David Hasselhoff ankommen. Da passiert auch nichts. Alles klar, kann alles so sein. Will ich aber nicht. Interessiert mich gar nicht. Da kriege ich keine Gänsehaut, wenn ich in Hoffenheim sehe, dass die, als es noch 0-2 stand, die Hälfte vom Stadion schon nach Hause geht und jetzt hier den Anschlusstreffer verpasst haben. Sorry. Damit kann ich nichts anfangen. Ich wiederhole das hier sehr, sehr oft. Aber sorry, wenn ich über den Fußball rede, kommt das immer auch immer dazu. Ich habe jetzt wahrscheinlich auch überhaupt gar keinen Punkt gemacht. Zeigt aber, wie hilflos ich mir dieser Debatte, die ich echt hochkochen sehe, entgegensehe, ehrlich gesagt. Ja, also, ja, du hast das allumfassend und fast erschlagend wieder thematisiert. Ich stimme dir da vollkommen zu. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich da überhaupt noch zu sagen soll. Fakt ist, wir werden das Problem jetzt gar nicht lösen können, aber wir werden auf jeden Fall ein Auge drauf haben, wie das in der nächsten Saison ist, wie die Eintracht oder die Fans der Eintracht auch mit diesen Situationen umgehen, die sich Jahr für Jahr weiter ändern. Ich hoffe einfach, dass die Fans der Frankfurter Eintracht auch gerade am Anfang zeigen, dass sie massig sind, dass sie viele sind und dass sie zu jedem Spiel, was möglich ist, gehen, fahren werden und für lautstarke Unterstützung sorgen. Ich denke, da ist Freiburg mit ein erstes Positivbeispiel. Ja, und genau. Ansonsten haben wir denn einen Dummschwätzer der Woche, der ausgekämpft werden muss oder nicht? Basti, hast du da irgendjemanden gefunden? Ich muss sagen, ich hätte wahrscheinlich einen, wenn ich mich getraut hätte, mir diese Von Teurer-Sendung mit Hoeneß anzuschauen. Habe ich aber nicht. Habe ich nicht. Ich hatte eine sehr stressige Woche und hätte ich das geschaut, dann wäre ich wahrscheinlich über Gebühr ausgeflippt und wäre dann auch unfair geworden. Von daher habe ich mir es einfach mal nicht angeschaut, was er dort gesagt hat. Aber wenn jemand einen Dummschwätzer sucht, dann kann ich blind, ohne irgendwie das geschaut zu haben, kann er sich diese Von Teurer-Sendung anschauen, weil da kann ich mit Sicherheit wissen, dass da auf jeden Fall Bullshit geredet wurde, weil ich irgendwo nur gehört habe, Uli in Hochform. Ja. Wenn geschrieben wird, Uli in Hochform, weiß ich schon genau, was denn Mist dort erzählt wurde. Es fängt ja, glaube ich, auch mit dieser Nummer an, dass er dann diese halbe Spitze hat fallen lassen, dass Dortmund, dass der Chefscout von Dortmund sich ja angeblich in Stuttgart beworben hätte und deswegen wollten sie zudem. Am Ende stellt sich raus, das war alles gar nicht so. Ich sag's nur mal so, wir werden ja natürlich jetzt im normalen Regelbetrieb wieder Dummschwätze haben, aber jetzt muss ich mich dem aus persönlichen Gründen entziehen, weil es mich an gewissen Stellen sehr, sehr wütend macht, was Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge so in der letzten Zeit gesagt haben. Also von daher muss ich hier passen. Ja, also ich habe auch nur so Fragmente davon gelesen, gehört und so weiter, habe es mir selber nicht angeguckt, aber ganz ehrlich, das kann man sich nicht geben. Also ich meine, so ein One-on-One-Sit-Down-Interview, was jetzt auch irgendwie schon wieder die Übermacht der Bayern irgendwie so ein bisschen präsentiert, ich finde es auch Quatsch. Also ich meine, dann macht doch eine normale Talkrunde, aber so ein One-on-One-Interview, also keine Ahnung, das ist mir zu viel Hofberichterstattung und da habe ich auch keinen Bock drauf. Und wenn ich dann sowas auch schon höre, ganz klar, Hoeneß teilt aus, Hoeneß redet Klartext, dann weißt du schon, in welche Richtung es einfach geht. Da weißt du auch, was dem Publikum damit eigentlich erreicht werden soll. Warum machen die es denn nicht vor Ort? Warum machen die das nicht in Landshut auf dem Kerbefest vor grölenden Bazis, die denen dann zujubeln? Ich kann mir nicht vorstellen, dass normale Leute daheim sitzen und denken, der Uli, der hat recht hier, der Uli, Uli. Das kann ich, ich will's nicht. Aber was ich auch noch gehört habe, was mir einer bei WhatsApp dann geschrieben hat, wo ich echt sauer war, hat der tatsächlich gesagt, dass es keine Frage des Alters ist, dass er und Rummenigge auch noch in hoher Position ist, weil man ja in Amerika sieht, dass auch dort jemand in dem Alter noch in hoher Position ist. Geil. Hat er das wirklich gesagt? Das ist, nee, ich weiß nicht. Hat er tatsächlich nicht gesagt. Ach du Scheiße. Also wenn er das gesagt hat, wow, dann hat er sich ein super Vorbild genommen, auf jeden Fall. Sieht man ja, was so toll funktioniert gerade. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Also ich weiß nicht, vielleicht hat mein Kumpel da noch übertrieben. Okay. Vielleicht kann der ein oder andere Hörer, wenn er die Sendung hat, ja, das mir bei Twitter reinspielen, weil wenn er das wirklich gesagt hat, dann weiß man aber auch, dass alle Vermutungen und alles, was ich übertrieben vielleicht bei Hoeneß kritisiere, tatsächlich dem Ende entgegengeht. Weil Uli Hoeneß in seiner eigenen Hybris gefangen ist, glaube ich. Mhm. Der hat aus dieser Nummer nichts mitgenommen. Nix. Der sitzt genauso da und
teilt aus und macht ja hier und dies und sorry, jetzt habt ihr es wieder geschafft. Der erzählt mir ein, oh, der Neymar-Transfer, das ist ja alles so schrecklich. Die kriegen das ganze Geld ja nur aus Katar und da kann der FC Bayern macht dann halt mit. Eine Woche später hier der Flughafen Katar hier. Ja, die sind unser neuer Ärmelsponsor. Verarschen! Das Ding ist ja, es ist nicht die eine Sache, ob er es macht. Wie nur bei allem, was er macht, diese Doppelmoral. Würde ich ihm nur gerne zurufen, halt doch dann deine Fresse! Bitte! Sei doch still! Mach doch nicht so, ja, moralisch Uli. Und im selben Atemzug, ja, der hier, der Airport Katar, was weiß ich, wie der heißt, sitzt hier der neue Ärmelsponsor und Bernie fliegt wahrscheinlich mit seinem eigenen Hubschrauber darum. Ganz ehrlich, Leute. Da würde ich lieber nichts sagen. Aber das du. So, ja, ja. Aber da, ich finde es absolut richtig, dass du das ansprichst, weil das war für mich eigentlich der Knackpunkt. Gerade mit der Katar-Sache, jetzt wieder Ärmelsponsor und so weiter und so fort. Die jahrelange gute Partnerschaft und wo es dann auch darum ging, den Katar Airport irgendwie als ganz großartig zu titulieren von mir aus. Ich war noch nie da, aber ich finde es einfach mega absurd und ganz ehrlich, für viele Bayern-Fans tut mir das wirklich fast leid, denn da sind sehr viele dabei, die mit der eigenen Historie arbeiten, die über die eigene Historie nachdenken, wo auch Dinge gelaufen sind und wenn ich mir dann anschaue, wie verantwortungslos Teile des FC Bayern, gerade auch wie Uli Hoeneß mittlerweile mit der eigenen Vergangenheit umgehen und auch der eigenen Verantwortung, die der Verein irgendwo hat. Der FC Bayern ist der größte Verein der Welt, ja? Also einer der größten Vereine der Welt, einer der mit der meisten Strahlkraft. Und wenn man dann zum einen halt sich nicht dahinstellt und sagt, naja, Katar, da läuft schon viel Mist, sondern naja, ich habe es nicht gesehen, ich weiß nicht, was da war. Und naja, können wir mal ein bisschen Business machen. Da läuft halt viel Scheiße. Und wenn sowas einfach keine Beachtung findet von dem größten Verein, dann muss ich sagen, da läuft halt gewaltig was falsch. Fakt ist aber auch, dass Uli Hoeneß als moralische Instanz, also bei allem Respekt, überhaupt nicht mehr gelten kann. Ja, also ich will auch keine später. Jeder hat seine Schuld beglichen von mir aus. Wir können über Unterpunkte, über Einzelheiten können wir definitiv diskutieren. Aber dass dann als moralische Instanz er noch gewertet wird, wie das früher auch schon war. Ich erinnere mich an Talkshows, wo er zu politischen Statements, zu politischen Aussagen regelmäßig befragt wurde, wo du gedacht hast, okay, ja gut, vielleicht will er bald wirklich in die Politik. Und heute braucht er das nicht mehr machen. Aber und du hast wirklich recht gehabt bei dem, was du gesagt hast, denn er hat das Trump-Zitat genauso gebracht. Nur nochmal, ich habe nachgeguckt. Ja, also jetzt haben wir uns wieder ein bisschen in Rage geredet. Uli wird uns auch im Laufe dieser Saison wahrscheinlich. Wobei, es geht noch eine Kleinigkeit. Ich finde das alles richtig. Es gibt noch eine Kleinigkeit. Ich war relativ häufig an diesem Flughafen, weil das eine Drehscheibe ist im Nahosten, wo man weiterfliegt Richtung Fernost und so. Und ich kann nur sagen, es sind nicht nur die Fußballstadien in Katar, bei denen zwischen den Backsteinen quasi das Blut der Sklaven, die das Zeug gebaut haben, rausquicken. Alle Großbauten sind so. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das ist gut, dass du das nochmal sagst, weil das vergisst man häufig. Ja, na gut. Aber wie gesagt, Hoeneß wird uns die Saison noch begleiten. Dummschwätzer machen wir dann erst nächste Woche wieder so wirklich. Und ansonsten haben wir noch Tipps, wollen wir was verlinken? Ich habe noch was ganz Kleines. Ich habe noch eine ganz kleine aus dem Leben. Nee, es soll ein kleiner Aufruf sein, weil die Sache ist die, ein Kumpel von mir hat aktuelles Problem. Er sucht quasi momentan eine Dauerkarte. Also hat er jetzt vor der Saison gesucht und wir wissen ja alle, die sind sehr, sehr begehrt. Dann sind ja irgendwie 1.000 rausgegangen. Auf jeden Fall, ich will jetzt auch gar nicht das hier missbrauchen, um dazu aufzurufen, dass irgendjemand, der eine Dauerkarte zu überschreiben hat, sich bei ihm melden soll oder bei mir. Mache ich natürlich jetzt auch. Aber was ich dabei beobachtet habe, was er mir geschildert hat, dass es ganz, ganz viele Angebote von Dauerkartenscheinen beim Internet gibt, wo Fans sich quasi die Dauerkarte gekauft haben, nur um die weiter sich überschreiben zu lassen für so einen kleinen Aufpreis oder so ein Kram. Ich wusste, von der Praktik wusste ich ehrlich gesagt gar nichts. Ich weiß gar nicht, ob das euch bekannt war, aber es scheint scheinbar viele Dauerkarteninhaber zu geben, die das jahrelang auf ihren Namen laufen lassen und immer für eine andere Saison quasi ausleihen gegen einen Aufpreis, aber die nicht komplett überschreiben wollen, sondern die haben die quasi, kaufen sich jedes Jahr und veräußern die quasi an jemand anders, da kannst du ja irgendwie so ein Dings machen. Okay. Aber die wird nicht komplett überschrieben. Aber das scheint irgendwie eine sehr gängige Praktik zu sein. Das hat mich so ein bisschen erschrocken, weil ihm das begegnet ist bei dieser Dauerkartensuche. Das wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, das kann man nur... Also ich wusste jetzt gar nicht, dass ich meine Dauerkarte irgendjemanden für ein Jahr irgendwie hinlegen kann und dafür irgendwie einen Taui verlangen kann. Beziehungsweise, klar kann ich das privat machen. Ja. Aber ich weiß nicht, da gibt es aber keine offizielle Handhabe für, oder? Also dass ich zu Eintracht gehe und sage, hier, der hat jetzt ein Jahr meine Karte oder so. Nee, das heißt, ich kann das nur ihm geben und dann...
hoffen, dass er mir es zurückgibt. Genau, das ist genau das Konzept, aber es ist halt eigentlich, aber es ist aber eigentlich nichts Offizielles, ne? Also das okay, ist ja. Nee, also, das wollte ich nur wissen. Weil also es scheint so zu sein. Also mich wundert es, dieses Vorgehen eigentlich, denn normalerweise ist es ja so, wenn du deine Dauerkarte gar nicht mehr nutzt, dann wird die halt, muss die schon irgendwie zurückgegeben werden. Was heißt muss, wenn du dafür bezahlst, muss sie nicht zurückgegeben werden. Das ist halt der große Vorteil. Ich weiß nicht, also ich habe mich selber gar nicht mehr so wirklich mit der Thematik beschäftigt. Ja, aber auch nicht, du kannst, deswegen hat mich das auch überrascht. Du kannst, glaube ich, pro Spiel, ich weiß nur, dass du pro Spiel halt das umschreiben lassen kannst. Du kannst deine Dauerkarte für ein Spiel umschreiben lassen, aber das Ding ist, das kannst du nicht kostenfrei machen, sondern das muss für einen Aufpreis gemacht werden. Ich ein bisschen, 10 Euro oder ja, was ich ein bisschen schwachsinnig finde, wenn du für eine Dauerkarte oder für ein Spiel, was 15 Euro kostet, nochmal 10 Euro Aufpreis bezahlst, damit nur trotzdem nur eine Person da reingeht, ja, für dich. Also das finde ich also nicht ganz so glücklich geregelt. Und das fördert natürlich genau diese Methoden, die jetzt auch angewandt werden, worunter dein Freund zu leiden hat. Ne? Also das, ja, okay. Aber ist interessant, da kann man sich demnächst sowieso nochmal mit befassen. Wir haben ja über die Dauerkartenpreise schon gesprochen, aber auch was da so ein bisschen so läuft, ist ja, interessant. Hätte ich nicht gedacht. Wahrscheinlich gibt es bald Apps dafür. Ja. Naja, gut. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ich habe noch zwei Tipps. Und zwar, erstmal habe ich den Tipp, ladet euch doch mal die App, wenn ihr noch nicht ganz sicher seid, was ihr zur Bundestagswahl wählen wollt, den Wahlswiper runter. Den habe ich heute entdeckt online. Und das ist eigentlich ziemlich cool zur Bundestagswahl am 24. September. Weil ihr seid ja die ganze Generation, die wahrscheinlich alle hier zuhören, sind ja fleißig am Tindern und ich weiß nicht, was ihr sonst in eurer Freizeit macht. Aber Match, wenn ihr, Match. Ja, genau. Aber wenn ihr dann irgendwie dieses Konzept, dieses App-Konzept mal auf was Sinnvolles legen wollt, dann ladet euch den Wahlswiper runter. Dann könnt ihr nämlich Fragen entweder nach Ja und links, nach links und rechts, Ja und Nein beantworten. Und dann am Ende kommt raus, je nachdem, welche Parteien ihr angebt, die ihr sehen wollt, was die größten Gemeinsamkeiten habt mit euch. Also ist vielleicht ganz interessant, muss ja dann nicht sein, dass ihr zwingend dann diese Parteien wählt, aber ist vielleicht ein ganz guter Blick in die richtige Richtung. Den Wahl-O-Mat wird es ja dann auch bald wieder geben. So, und für mich Tipp 2, ein regionales Stück, was ich euch sehr ans Herz legen will, ist die neue Platte von Moses Pelham, Herz. Yeah. Für mich wird es immer besser. Moses, das ist mein Lieblingssong. Ja, wo dann so dieser Rudi Völler-Song noch abgekommen ist. Es gibt nur einen Moses Pelham. Grüße an meine Auswärtsfahrer-Crew. Wir haben dieses Moses Pelham, haben wir, glaube ich, 800 Mal gehört. Ist auch ein brutaler Ohrwurm. Es wurde teilweise, weil wir dann angefangen haben zu nerven, sogar im Auswärtsblock bei Eintracht so ein bisschen gesungen, weil da viele dabei waren, die es auch kannten. Ja. Es ist natürlich eine sehr eingängige Melodie und eigentlich ganz lustig. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mich jetzt schon ordentlich reingehört. Am Anfang so gedacht, ja, ist ganz nett. Und jetzt finde ich schon ein richtig gutes Album. Also es ist so, it's a Crower, würden die Musikfachmänner wahrscheinlich sagen. Omid, hast du schon reingehört? Ich sage jetzt mal nichts dazu. Ich würde gerne was anderes empfehlen. Ja, dann empfehle doch bitte was anderes. Ja, dein Buch darfst du hier natürlich empfehlen. Wir, wie bei Harald Schmidt und Stefan Raab. Ja. Mein Buch ist super, genau. Ich wollte aber ehrlich gesagt ein Album empfehlen, was ich für, wie soll ich das sagen, ich will das jetzt mal nett formulieren, für echteren Hip-Hop halte. Und zwar von Olli Bagno, Großstadtdschungel. Ist zufällig am selben Tag rausgekommen wie mein Buch. Nee, am 4. ist halt einfach. ist überragend. Ich finde das ehrlich gesagt weit besser und sympathischer als ich komme aus Rödelheim, steckt ein Dödel ein. Aber das ist, glaube ich, ein bisschen her, ich weiß. Ja, dafür gibt es ja unterschiedliche Alben, unterschiedlicher Musikgeschmack, durchaus legitim. Und ich höre mal auf jeden Fall den Olli Bagno rein, den ich jetzt dementsprechend noch nicht so gehört habe. Klingt auf jeden Fall gut. Dein Buch gibt es auch überall zu kaufen, habe ich gehört. Mhm. Sehr gut. Ja, da können wir es ja nennen. Also das Buch heißt, glaube ich, Was tun gegen Dschihadisten? Ich habe jetzt die ersten paar Seiten gelesen. Ich fand es eigentlich ganz cool, weil es fängt am Anfang so ein bisschen persönlich auch an, wo du deine eigenen Erfahrungen so beschreibst. Bin jetzt noch nicht viel weitergekommen, da ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, viel unterwegs bin gerade. Aber was man so hört, scheint das ein sehr, sehr sachliches Buch für eine aufgeheizte Problematik zu sein. Also von daher, ich empfehle es jetzt einfach mal blind, ohne es gelesen zu haben. Herzlichen Dank, aber wenn ich jetzt mal sozusagen überspitzen darf mit dem Werbeblock, am Donnerstagabend ab 20:30, glaube ich, oder so, oder 20:15 oder so, Land in Sicht, Mercatorstraße, ich finde immer noch der beste Buchladen in ganz Frankfurt, da lese ich das erste Mal.
Vielleicht kommt einfach, wer Lust hat, kommt einfach vorbei, hört sich das an. In Frankfurter Nordend, in der Mercatorstraße, Landinsicht. Am Donnerstag, ja? Genau, ja. Einfach hinkommen, sich anhören, die Diskussion, die wir dann machen, die wir dann haben, einfach miterleben, mitreden und wenn das überzeugt, dann kaufen. Wenn nicht, einfach irgendein anderes Buch aus dem Buchladen nehmen, mir einen Kopf werfen und rausrennen. Am Donnerstag, am 20.30 Uhr, Mercatorstraße. Und dann müssten wir aber danach dann weiter zur Bahnhofsviertelnacht, das ist auch klar, ne? Logisch, ich bin da. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, dann machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank, Umi, dass du dabei warst. Danke euch. Hat mich sehr gefreut. Große Ehre. Ja, immer wieder gerne, immer wieder gerne. Wenn es zeitlich passt, ist doch wunderbar. Und dann hoffen wir mal. Letzte Saison hat es ja auch eigentlich ein bisschen Glück gebracht, muss man schon sagen. Ja, am Ende jeden Fall. Haben wir ein bisschen die Luft rausgegangen, aber. Ja, wir müssen vielleicht Heiligabend noch mal eine Folgesendung machen. Wenn es wolltest du nämlich gerade sagen, wir sollten diesmal, falls es wieder so läuft, sollten wir dann noch mal nachlegen. Das ist ein guter Plan. Ich glaube, da, nur daran lag es, dass die Rückrunde so schwach war. Es muss halt immer wieder aufgefrischt werden. Ne? Der Omid-Spirit muss aufgefrischt werden, auch im Podcast. Oh, bitte aufhören jetzt. Jetzt höre ich auch auf. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald. Macht's gut. Ciao. Tschö. Ciao.